Dieses Jahr haben wir uns überlegt, was möchten wir bieten, das vierte Jahr. Ich hatte Jahre, da haben die Verwaltungen, die ausschreibenden Themen hier gebracht, war auch interessant. Letztes Jahr war es eher ein Jahr der Juristen, wo es darum geht, ja, bei den Ausschreibungen, was geht nicht. Wir hatten am Schluss dann auch noch interessante Diskussionen in dieser Fachsession. Und dieses Jahr habe ich mir überlegt, mit dem Organisationskomitee möchten wir gerne die Anbieter zur Sprache kommen. Anbieter im Sinne von, wie sehen Sie das, wenn Behörden sogenannte Ausschreibungen publizieren, Pflichtenheft und all das Zeugs dazu? Wie kommt das an? Was ist gut? Was geht nicht? Und mich persönlich interessiert es eigentlich auch, was können wir besser machen in Zukunft, damit die Zusammenarbeit auch besser funktioniert in der Praxis. Darum das Thema die Beschaffung aus Anbietersicht. Ich konnte drei interessante Referenten organisieren, habe mit diversen Leuten auch noch gesprochen. Wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit. Ich erlaube mir, diese drei Referenten etwa 20 Minuten sprechen zu lassen, mit dem Ziel, dass wir dann anschließend nach einer Stunde, circa noch eine halbe Stunde diskutieren können. Ich glaube, der Mix, aus meiner Sicht zumindest, ist sehr interessant. Ich bin auch gespannt auf eure Fragen, wohin geht die Reise in 30 Minuten in diesem Raum. Und möchte mich da nicht verlängern, sondern ich würde sagen, wir starten. Und zwar mit Claudio Hintermann von der Firma Abacus. Ich würde sagen, die Firma kennt, man kennt ihn vielleicht auch. Und ich kann nur sagen, in der letzten Zeit, in diesem Sommer, habe ich, ich gehe mit ÖV arbeiten und habe ich auch Zeit beim Umsteigen, lese ich auf meinem iPhone die ein oder andere Artikel über Abacus, über St. Gallen, über Beschaffung und gewisse Gemeinden. Und darum umso interessanter sein Thematik, Problematik von Ausschreibung bei ICT-Projekten, insbesondere bei Städten und Gemeinden. Und ich bin überzeugt, dass ich dann auch einen gewissen Link sehe, was ich in der letzten Zeit in den Medien über diese Situation gelesen habe. Darf ich dir das Wort geben, Claudio? Guten Tag miteinander. Als erstes möchte ich euch sagen, dass was ich euch hier darlege, ist unsere subjektive Sicht, wie wir das sehen. Meine Aufgabe heute ist, sie zum Überlegen zu bringen. Nicht das, was der Hintermann sagt, stimmt oder nicht. Wichtig ist, wie Brecht uns das vorzeigt hat, dass Leute sich anfangen zu überlegen, wie könnten sie es machen, was können sie von dem mitnehmen. Die erste Frage ist, wieso überhaupt ausschreiben, oder? Ausschreiben ist mühsam. Ich bin mit einem Stadtrat von St. Gallen zusammengesessen, Mittagessen und sogar eingeladen. Ich habe gesagt, wir schreiben nie aus. Wir wollen gar nicht ausschreiben. Der Stadtrat ist von der Privatwirtschaft gekommen. Natürlich will er nicht ausschreiben. In der Privatwirtschaft geben wir aber unser eigenes Geld aus. In der Gemeinde, in den Städten geben wir das Geld vom Bürger aus. Das hätte nicht so kapieren. Und zweitens haben wir das überlegt, aber ich habe gesagt, ich schreibe die ganze Zeit aus. Also wenn irgendein Mitarbeiter von mir kommt und sagt, ich habe eine Offerte, dann sage ich ihm sofort, wo ist die zweite? Wenn ein Vertrag noch 3 Jahre gelaufen ist, ich meine, wir leben extrem schnell lebende Zeit. Oder? Wir wissen ja, was ein iPhone von 4 Jahren kostet, ich wissen, was ein PC von 10 Jahren gekostet hat. Oder? Ich will immer eine zweite Offerte, ich will eine dritte. Nicht immer von der gleichen Lieferanz, sie sprechen sich zum Teil ab, das wissen wir ja. Oder? Das heisst, die Problematik, die wir haben, ist folgendes. Das E-Mail haben wir bekommen, nur damit ihr seht, wie die Tendenz ist. Das heisst, die Leute haben das Gefühl, dass was sie als Besten empfinden, sie sowieso entscheiden sollen, obwohl sie von der Materie keine Ahnung haben. Das heisst, ich habe ja keine Ahnung von Autos. Gebe ich voll zu. Ich habe einen Jaguar gekauft, weil er schön aussieht. Aber wegen dem habe ich immer noch keine Ahnung. Ich bin dann zu meiner Frau gegangen und ich habe von Anfang an gewusst, was sie will. Und ich habe in meiner Argumentation so zweckgestutzt von Anfang an, dass ich am Schluss die Augen haben konnte. Ich habe das Gefühl, viele von uns machen das so. Ich habe ein gewisses Verständnis für das. Was ich aber gleich erwarte und was ich selber mache, ist auch, wenn ich schon weiss, dass ich einen Jaguar will, dann lassen wir gleich von der BMW und Mercedes Offerte kommen, weil ich gehe dann zu dem von der Jaguar und sage, du, hey, also, wenn man die Preise schon irgendwie da hinkommen, oder? Aber was sie bei der Gemeinde sehen, sie machen nicht einmal das. Sie kaufen einfach. Es ist ja nicht ihres Geld. Die Städte auch. Es ist im Budget. Ja, wir haben 500.000 Budget für EDV. Mein Budget ist 60 Millionen. Wieso soll ich mich um das kümmern? Wortwörtlich vom Gemeindepräsidenten gehört.
Ich sagte, okay, schön, dass er so denkt, ich kann mir das nicht leisten. Ich bin in der Privatwirtschaft. Wenn mir einer Kunde sagt, ich habe eine 500.000, ich kann die Hälfte sparen, dann muss ich sagen, okay, dann muss ich mich darum kümmern. Ich habe meinen Gemeindepräsident von meiner Gemeinde, wo wir der grösste Arbeitgeber sind, gesagt, übernehmen Sie in jedem Fall für die Hälfte. Er ist nicht interessiert. Das interessiert ihn einfach nicht. Er will nicht mal eine Offerte. Er will es nicht. Mit dem müssen wir leben. Aber wenn wir sehen, dass in der Natur der Sache mit der Problematik, die gibt es einfach. Die gibt es auch mit uns. Auch wir, auch unsere Händler. Alle sind nicht besser. Wir haben verschiedene Interessen. Der Verkäufer, der sie verkauft, noch mehr Interesse, der hat ja Provision und so weiter. Oder? Das heisst, wir haben grundsätzlich ein Problem, eine Vertragsbeziehung zwischen der Verwaltung und der Privaten. Uns eingeschlossen, sind anfällig für Unregelmäßigkeit, Korruption und Nepotismus. Je weniger dass die Gemeinde weiss, umso besser für den Lieferanten. Umso mehr kann er das liefern, was er will. Das heisst, darum, das Öffentlichkeitsgesetz ist in St. Gallen auch angenommen worden. Mit der Umsetzung haben wir ein bisschen Mühe. Und dort geht es darum, dass man anversichtlich die Verträge offen machen soll, damit man auch sieht, für was man wie viel gezahlt hat. Oder damit man Informationszugang hat. Ich will euch nur da zeigen, dass es die Problematik gibt. Die ist die Natur der Sache. Die ist bei jedem Lieferant Privatwirtschaft so. Und darum müsst ihr Ausschreibungen so machen, dass ihr euch von uns schützen könnt. Das heisst, was braucht ihr? Ihr braucht Transparenz. Wo keine Transparenz ist, gewinnen wir. Zum Beispiel, wenn ihr keine öffentliche Preisliste vom Lieferanten bekommt, vergesst ihr. Wieso hat er keine öffentliche Preisliste? Wer will nicht, dass ihr vergleichen könnt? Ich kenne Fälle, wo Leute über die Preisliste offerieren und abschliessen. Weil die Gemeinde, die Stadt hat die Preisliste gar nicht. Die ist ja nicht öffentlich. Das heisst, wir müssen die Preisliste aufmachen. Dann müssen wir klare Trennungen haben für Dienstleistungen. Ihr seid sicher auch in die Ferien gegangen, wenn ich mit der Familie, man geht einander und schaut, Hotel. Wir könnten nur das Zimmer beziehen. Wir können Bed and Breakfast machen. Wir können all inclusive haben. Wenn ihr auf hotel.com und sagt, habt ihr die Angebote alle? Und so solltet ihr das auch haben. Wenn ihr es nämlich getrennt habt, dann könnt ihr die Dienstleistung wieder vergleichen. Wenn ihr könnt vergleichen könnt, könnt ihr das Beste für euch machen. Das heisst nicht, dass ihr nachher nicht so all inclusive nehmt. Aber ihr könnt einander gehen und sagen, ja gut, aber wieso kostet das Rechenzentrum so viel? Wieso kostet das so viel? Wieso ist das so viel? Wenn ihr alles in einem Kuchen habt, habt ihr keine Transparenz. Transparenz hilft uns, sie hilft euch nicht. Ihr könnt nicht vergleichen. Und dann müssen wir trennen zwischen einmalig und wiederkehrenden Kosten. Das heisst, wir müssen wissen, was kostet mir das am Anfang? Was kostet es mir ein Jahr? Und das Schlimmste, was kostet mir das zu entsorgen? Weil jede Software hat einen Lebenszyklus. Und jede Software wird leider zum Sondermüll. Und die Entsorgung der Software kann viel teurer sein als die Anschaffung. Das heisst, wenn ihr keine klare Schnittstelle habt, wenn ihr nicht wisst, wie das Ding kommuniziert, dann habt ihr davon. Wenn der Lieferant sagt, wir kennen keine offene Schnittstelle, wir geben dort Schnittstelle, dann habt ihr davon. Ihr macht kurz wie ein gutes Geschäft. Langfristig, oder Nachfolger darf sich an euch erinnern. Wichtig ist auch, was ist Einführung und Schulungsaufwand? Was kostet mir das einzuführen? Was kostet mir das Schulen? Was kostet mir das Umschulen? Zum Teil kann es viel günstiger sein, auf die bestehende Lösung zu bleiben. Zum Teil lohnt sich gar nicht wechseln. Zum Teil lohnt sich vielleicht, eine ganze Generation Software zu vergessen und auf die übernächste zu gehen. Das könnt ihr erst, wenn ihr alles vergleichen könnt, wenn alles transparent ist. Ich bin dafür, dass man publiziert. Ich bin dafür, dass viele Lieferanten viel weniger würden munkeln, wenn man sagt, gemeint wird die Offerte, wie sie abgeliefert worden ist, publizieren. Weil wenn ich weiss, dass was ich offeriere, ich publiziere, dann mache ich immer ein Drittel von dem, was ich sonst machen würde. Wenn sie nicht merken, ein anderer merkt es. Das heisst, wenn du auf einmal auf einer, habe ich ja schon gesehen, auf einer Software eine Wartungsgebühr von 63% findet, ihr lacht jetzt. Ich habe nicht gelacht, als ich es gesehen habe. Aber es war nicht bei uns. Dann merkt ihr, dass es ein Problem ist. Der würde das gar nicht offerieren, wenn ihr wüsst, dass ihr das publiziert.
Wir haben Möglichkeiten von Transparenz, die wir vor 20 Jahren gar nicht hatten. Wir müssen sie nur nutzen. Wir müssen ja nicht Angst haben. Jeder Entscheid, den ich treffe in der Privatwirtschaft, nach 5 Jahren, war falsch. Jeder Entscheid ist zeitgebunden. Wir müssen auch in der Verwaltung Mut haben, zu sagen, damals war es richtig. Damals habe ich es richtig gemacht. Heute würde ich anders entscheiden. Die EDV-Zeit geht so schnell vorbei. Vor 7 Jahren war Nokia Marktführer, Nummer 1 auf der Welt. Heute baut es nicht mehr mit Telefon. Das heisst, in dieser schnellen Zeit verändern sich Preise, Businessmodell, wie man es macht total. Vor 10 Jahren hat Abacus Software an die Gemeinden verkauft. Heute haben wir nur ein Nutzungsmodell. Das hat massiv geändert. Der Konkurrenzkampf, der Druck, die Preise sind abgeputzt wie noch nie. Das heisst, nach 4 Jahren müssen wir auch eine bestehende Installation hinterfragen. Nicht zum Ändern, will ich auch nicht. Aber zum entsprechenden Lieferanten sagen, hey, jetzt musst du den Preis aber auch anpassen. Es kostet Zeit, es kostet Geld. Aber es ist nicht eures. Es ist der Gemeinde. Das heisst, wenn ihr in so einer schnellen Umwelt seid, müsst ihr eure Prozesse anpassen. Es ist nicht von ungefähr, dass WTO sagt, dass man nach 4 Jahren wiederkehrende Kosten wieder ausschreiben muss. Oder wenn ich eine Referenzoffert rauslasse. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass was wir damals eingekauft haben, viel billiger geworden ist, ist sehr hoch. Natürlich, in den meisten Fällen lohnt es sich nicht. Aber man hat Due Diligence gemacht. Man hat gesagt, ich habe gemacht. Aber die Umschulungskosten sind so hoch, es lohnt sich nicht, das zu machen. Was wichtig für mich ist, was so angedeutet hast, ist offene Schnittstellen. Jedes Modul muss mit anderen kommunizieren. Es ist ein bekannter Trick, dass man Software gibt und Schnittstellen kostet das Vermögen. Oder man hält sich nicht an Schnittstellen, die vom, wie sagen wir, von hier vorgehen. Wenn zum Beispiel der Schweizer ECH-Standard. Man muss schauen, dass die Schnittstellenformate eingehalten werden. Spart euch Geld, erlaubt euch, das Modul wieder austauschen. Und Kommunikation mit den Fremdsystemen sichergestellt. Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen nervös bin, aber normalerweise rede ich über Software. Das ist für mich ein ganz anderes Thema. Denn was uns schon passiert ist, ist, während der Ausschreibung sind die Anforderungen geändert. Jetzt müssen wir mal fragen, ob wir eine Anforderung haben, dass wenn wir bei der Ausschreibung mitmachen, das ist die SSG-Ausschreibung, dann müssen wir Miteigentum an unserer Software mitgeben. Ich habe gesagt, interessant, wer kann das überhaupt unterschreiben? Weil Abacus hat so viele Untermodule, die wir eingekauft haben von Fremdmodulen, dass wir in den nächsten 5 Jahren mit denen am Diskutieren sind, wie man das weiterleiten kann. Das heisst, wenn man unmögliche Anforderungen gibt, dann weiss man schon, dass viele Lieferanten rausgehen. Das war das Ziel der Übung, das haben sie geschafft. Nur nachher haben sie gesehen, dass es nicht funktioniert, dann haben sie mit zum Ausschreibungsverfahren, als wir gesagt haben, wir machen nicht mit, haben sie es dann geändert. Und haben Navision genommen. Navision hat ihnen sicher das Recht für den Source Code gegeben. So kennt Microsoft dann sicher auch alle Recht für Office und Outlook und alles zusammen. Aber es zeigt auch eins. Ich glaube, man sieht, dort hat man einen Verband den Auftrag gegeben, auszuschreiben. Für mich rechtlich gesehen schon fragwürdig. Weil es gibt Paragraphen, die man selbst delegieren soll. Aber es ist auch praktisch von mir falsch. Ein Verband ist privatwirtschaftlich. Er hat nicht die gleichen Interessen wie ihr. Ein öffentlicher für den Ding sollte ich selber ausschreiben. Pflichtenheft. Ja, es ist interessant, wenn man als Anbieter so ein 250-seitiges Pflichtenheft überkommt, wo die meisten nachher alle auf Jahr Checkboxen machen. Weil sie sagen, ich brauche 3 Wochen, um das zu beantworten, eine Chance, 5% den Auftrag überzukommen. Ich meine, das bringt nichts. Normalerweise tun die Seriösen aussiebeln. Weil die sagen, die Ausschreibung ist so unseriös, da mache ich nicht mit. Ich gebe euch ein interessantes Ding. Ich war am Bauen. Und dann habe ich vom Sanitärinstallateur, vom Ingenieur 250.000 Franken bekommen. Und dann habe ich gesagt, verdammt noch, was ist denn da schief gelaufen? Dann rufen mein Sanitär an und sagen, du, aber Natter, hast du da, wieso hast du da nicht mitgemacht? Dann habe ich gesagt, der Hure ist Scheissdreck, da mache ich sicher nicht mit. Das ist eine Beleidigung von meiner Intelligenz. Ich sagte, ja, wieso hast du mir nicht angerufen? Ich sagte, ja, nichts, man sicher schon an nicht denkt. Wieso soll ich dir anrufen? Ich sagte, ja gut. Normalerweise geht ein Softwarehersteller nicht zu dem, der ausgeschrieben hat und gesagt, du hast mir ein Zeichen ausgeschrieben. Oder? Und ich muss sagen, ich möchte euch aufs Wesentliche konzentrieren. Was ist wesentlich? Was ist Wunschdenken? Aber es ist klar, dass wenn ihr 250 oder 300 Checkboxen habt, dass in vielen Aufträgen viele einfach sagen, nein, das ist mir der Aufwand nicht wert. Da überhaupt mitzumachen, weil die können wesentlich von unwesentlich nicht unterscheiden.
Wenn jetzt von der Gemeinde eine Ausschreibung bekommen, 16 Seiten. Das ist gut. Bei komplexen Aufträgen kann man 20, 25 nehmen. Aber wenn sich jemand nicht wesentlich von unwesentlich unterscheiden kann, dann machen wir normalerweise nicht mit. Das heisst nicht, dass wir immer seriös sind. Wir verkaufen auch über Wiederverkäufer und wir haben auch gewisse Probleme wie alle. Also ich möchte mich da nicht ausnehmen. Ich schaue das mehr von eurer Sicht, ehrlich gesagt. Das Drehbuch für Präsentationen. Lasst uns zeigen, aber alles Gleiche. Macht ein Drehbuch, wir wollen von jedem das sehen, dann haben sie auch einen selben Eindruck. Der emotionale Eindruck ist selten falsch. Mir gefällt mein Jaguar immer noch, außer das Navigationssystem, aber sonst wäre es gut. Und ich könnte Lieferanten vergleichen. Jetzt, was ich als problematisch gesehen habe, aus eigener Erfahrung, ist, wenn sich die öffentliche Hand an privatrechtlichen Firmen beteiligt. Also wenn der öffentliche Hand der Lieferant gehört, ja, was habe ich denn noch für eine Chance? Was kann ich denn noch machen? Und zweitens, was macht langfristig die öffentliche Hand mit so einem Lieferant? Die Zeit ändert sich so unheimlich schnell. Was heute eine Kostenersparnis kann sein, kann morgen eine Hypothek sein. Und was auch immer. Das heisst, man muss langfristig denken. Ich könnte aber kurz kaufen, in 2 Jahren rausrühren. Ändert euch nichts. Wir hören euch nicht. Niemand ist auf uns sauer. Ich sage nicht, ich kenne den noch. Ich habe ein Problem. Das heisst, ihr müsst eine gewisse Neutralität haben, die euch erlaubt, zu handeln. Wenn ihr beteiligt seid am Lieferant, dann habt ihr ein Problem. Dann habt ihr bei der BEDA gesehen. Oder gewisse sehen es heute noch. Ja. 5 Minuten. Dann muss ich schnell machen. Jetzt, was passiert zum Teil, bin ich nicht ausschreiben. Ich habe das Gefühl, es am Anfang einfach. Aber weil ihr nicht gesagt habt, was ihr eigentlich wollt, wird es extrem teuer meistens. Weil ihr fahrt ein Schiff ohne Kompass. Ihr wisst nicht, was ihr wollt. Jetzt geht ja, der andere wird schon richten. IBM, 70er Jahre. Ihr weisst, der IBM richtet es dann schon. Auch nicht immer. Was passiert? Wir haben keine Spielregeln. Auf beiden Seiten nicht. Das ist ein Blindflug. Ihr wisst so, was es heute kostet. Ihr wisst nicht, was morgen kostet. Ihr wisst nicht, was bedeutet mit den Schnittstellen. Ihr wisst nicht, wenn eine Organisation hat, was sie machen soll. Ihr habt keinen Wettbewerb. Wir können aufzeigen, wie die Preise der Gemeinde geputzt sind in den letzten Jahren. Für mich ist es nicht mehr schön. Also wir verdienen zum Teil fast nichts mehr. Ich sage, klar, auf hohem Niveau. Aber das ist der Wettbewerb. Wenn wir nicht gesund sind, dann bringt es nichts. Und wir haben de facto Vergabe, wir vergeben einfach. Jetzt, was haben wir für ein Problem? Wir haben sicher die Presse gelesen. Das ist meine subjektive Sicht. Also, das muss nicht stimmen. Was stimmt, ist, die Firma gehört der Gemeinde Kanton. Was auch stimmt, die Firma schreibt nicht aus. Es ist Inhouse, aber auch Outhouse. Und kein einziges St. Gallen gemeint, hat jemals bei der Softwarebeschaffung, bei der VSG jemals ausgeschrieben. Die ist immer unter der Hand ausgegeben worden. Nur das Problem ist, wir sind eine St. Gallen Firma mit 300 Arbeitsplätzen. Ja, wir würden da gerne mitspielen. Das ist gemein. Ja. Das Problem ist folgendes noch. Alles zwischen diesen zwei Firmen ist geheim. Verträge sind geheim. Also sie untereinander abmachen, ist geheim. Das müssen wir mal vorstellen, wenn ihr ausschreibt. Und der Vertrag zwischen euch und uns ist geheim. Ich würde es zum Teufel schicken. Nicht nur das. Kontozeug von der Gemeinde, die zeigen, was die VSG gezahlt haben, ist auch geheim. Also was eine Gemeinde von der Lohnbuchhaltung zahlt, der VSG, ist geheim. Kreditorenlisten sind geheim von der Gemeinde. Es ist alles geheim. Snowden lässt grüßen. Ist alles geheim. Das heisst, man kann gar nichts machen. Aber was bedeutet das preislich, oder? Wir haben ein paar Kostenschätzungen gemacht. Weil die Preise natürlich in den letzten Jahren massiv geputzelt sind, oder? Können wir unsere Hochrechnungen, die plus minus 1-2% stimmen, vielleicht auch 10, auf ungefähr 300% Unterschied. Das lässt sich auch einfach erklären. Wir haben keine Kosten pro Buchung, pro Zahlung und so weiter. Oder? Wir haben gesehen, Stadt Wiel, oder? Die zahlen für 180'000 Buchungen zahlen sie einen Betrag. Also jede Buchung, die sie haben, und jede Transaktion, jede Kreditoren, jeder Ding zahlen sie. Das ist Teil des All-Inclusive-Package. Das Problem sehen wir nachher. Chur hat 40'000 Einwohner. Das ist nur ein Beispiel. Chur hat 40'000 Buchungen.
Seit Abakus. Ich weiß nicht, ob wir Buchungen anders machen. Aber wie schaffen die es, 180'000 Buchungen im Jahr bei einer 20'000 Gemeinde überhaupt zu machen? Ich muss das überlegen, wenn der Rechter ist. Und das zeigt das Problem. Wenn ihr den Hersteller beteiligt an euren Transaktionen, hey, ich könnte meine private Nattelnummer haben. Ich könnte mir jederzeit anrufen. Kein Problem, ich mache voll mit. Oder? Ich finde es nicht ganz fair, aber weil ich kann sagen, kann es ja nicht sein. Oder? Aber das kann es nicht sein. Oder? Ich meine, ihr neues Business, wir müssen es. Wenn wir euch beteiligen an euch, und es ist immer schwieriger herauszufinden, wer will denn das anrechnen? Wie viele Buche, wie viele Lohnus wir sind. Meine, wir haben Wiel, wir nehmen Wiel, wie dort haben uns die Grünen cool für die Zahlen bekommen, die alle geheim sind. Die Grünen haben gefragt, Moment, was zahlt ihr eigentlich? Mit dem Vorstand St. Gallen, mit der FDP, mit der CVB. Die uns helfen, sind die Grünen. Ich verstehe es nicht mehr. An auf sich bin ich der FDP nicht. Aber ich verstehe nicht, was die machen. Die Grünen schauen, sagen, Moment, wir zahlen viel zu viel. Die will zahlen für eine Lohnbuchhaltung 60'000 Franken im Jahr. Im Jahr? Wiederholende Kosten? Ein Abakus kostet 9 bis 10'000 Stutz plus Wartung, plus, ich weiß, was ein Server kostet pro Jahr und so weiter. Aber ich sehe die Problematik. Was ich euch zeigen will, ist die Problematik, die ihr habt. Wenn ihr auch etwas reintönt, wo ihr nicht mehr rauskommt. Ich meine, es ist eine Vertragsbeziehung mit einem Lieferanten, Privatrecht, der andere Interessen hat wie ihr. Ich möchte die Möglichkeit haben, jederzeit rauszugehen, auch bei uns. Es kann eine Firma wechseln, jeder Abakus, es kann ein anderer Bruder sein. Ich muss können frei entscheiden. Es kann nicht sein, dass wir Situationen haben, wo der eigene Gemeindepräsident im Verwaltungsrat sitzt, vom Lieferanten, von der Gemeinde, und wir nicht einmal verlieren. Das ist eine absurde Situation. Gegen die Steuerzahler, gegen den grössten Arbeitgeber. Auch wenn ich die Hälfte biete, ich kann nicht mal Richterfährte machen. Und darum, die Amerikaner haben den Wilden Westen, wir in der Schweiz haben den Wilden Osten. Heisst das, dass wir alles richtig machen, Abakus? Nein, vergesst es. Täglich sind wir am Schauen, was wir falsch machen. Es gibt auch Fälle, wo ich sauer bin, was gewisse von unseren Händen mit der Gemeinde gemacht haben. Ich bin auch da heute mal zeigen, traut uns nicht. Macht eure Hausaufgaben. Es ist nicht so schwierig. Ihr werdet viel können sparen. Entkoppelt, Transparenz, Anzeigen. Ihr bringt Wettbewerb an und ihr bringt das Beste für eure Bürger an. Danke vielmals. Also ich bleibe in diesem Fall auch beim Schweizerdeutsch, wenn man das schon so einleitet. Danke vielmals, dass ich kommen darf. Ich bedanke mich bei den Organisatoren, natürlich auch bei Herrn Stürmer. Aber ich bedanke mich insbesondere, dass Sie so zahlreich hier sind, an einer Konferenz, die vorwiegend auf die Beschaffenseite ausgerichtet ist und wir als Anbieter etwas dürfen sagen dazu. Ich bin darum gebeten worden, eine kurze Präsentation zu halten, allerdings eine, die zur Diskussion anregt, und ich hoffe, ich kann dem genügen. Ich möchte im entsprechenden Referat darauf eingehen, zuerst mal, was überhaupt der Sinn und Zweck des Beschaffungsrechts ist, was der Hintergrund von dem ist, was die möglichen Auswirkungen sind, je nachdem, wie das eben Ausschreibungen gestaltet sind. Unsere These zu der heutigen Situation, das Risiko, wenn wir weitermachen, so wie im Moment leider die Tendenz aussieht, und was wir für einen Lösungsvorschlag haben. In Artikel 1 des BÖB, IFÖB-Gesetz, neue BÖB-Gesetz sieht auch nicht so anders aus, IFÖB ist auch ähnlich. Im Großen und Ganzen sehen wir vier Elemente hier drin. Nämlich auf der einen Seite Transparenz und Gleichbehandlung und auf der anderen Seite Wettbewerb und der wirtschaftliche Einsatz von öffentlichen Mitteln. Das ist auf der einen Seite die Mittel, die verwendet werden sollen, und auf der anderen Seite eben das Ziel, das wir erreichen wollen. Auf die Einteilung Mittel und Zweck komme ich aufgrund von den Ausführungen vom ehemaligen Bericht Kartellrechtskommission, oder Kartellkommission, wie sie damals geheißen hat, und der Botschaft zur GATT-WTO-Einführung und Ratifizierung. Dort ist es nämlich genau um das gegangen. Man hat festgestellt, der Wettbewerb, es wäre zwar schön, wenn der frei spielt, aber wir haben auch vom Herrn Hintermann gehört, ja,
Im Rahmen von öffentlichen Ausschreibungen scheint das nicht ganz zu klappen. Also, was stimmt nicht? Was bewirkt das? Es führt dazu, dass am Ende des Tages die öffentlichen Mittel, die ja eben nicht der Gemeinde selber gehören, sondern den Steuerzahlern, verschleudert werden. Es sind Gegenmittel, die man dafür einsetzen könnte. Es ist Transparenz, es ist Gleichbehandlung der Anbieter und es ist die Zulassung von Varianten. Das ist damals explizit aufgeführt worden. In der gleichen Kerbe tut auch die Botschaft schlagen, nämlich klar das Ziel, effizienten Einsatz der öffentlichen Mittel und Wettbewerb mit Einsatz der Mittel Gleichbehandlung und Transparenz. Bevor zum dem Zusammenspiel von Mittel und Zweck zu kommen, möchte ich kurz darauf eingehen, was hat das eigentlich für eine Auswirkung auf Anbieter? Der Wettbewerb, aber nicht, also der Kontext, wo wir drin anbieten. Im Idealfall, wie Sie alle wissen, wird ausgeschrieben, es heisst so und so, das sind Eignungskriterien, die entsprechenden Punkte werden verteilt für Zuschlagskriterien. Das ideale Angebot erfüllt das alles. In diesem einfachen Beispiel hier haben wir einen Teil, der für die Lösung beurteilt wird und einen Teil für den Preis. Jetzt ist es aber so, die Anbieter die entscheiden das ja nicht einfach so für sich im Kämmerlein, sondern sie müssen in Kauf nehmen, was in den entsprechenden Ausschreibungen vorgegeben wird. Was sind denn jetzt die Kriterien, die wir erfüllen müssen? Und das hat ganz massiven Einfluss auf die Lösungsgestaltung, aber auch auf den Preis. Je nachdem, wie die Kriterien sind und wie streng sie sind, kann es dazu führen, dass eine Lösung, die ein Anbieter vielleicht gerne bringen würde, aber halt doch nicht ganz passt, entweder muss umgebogen werden, sodass sie zwar den Kriterien entspricht, aber aus Anbietersicht zumindest nicht gleich passend wäre. Oder im schlimmsten Fall bietet man gar nicht an, wenn man sagt, ja, eigentlich würde man gerne das Standardprodukt anbieten oder sogar die wahnsinnig kreative Open-Source-Lösung. Aber wir erfüllen leider nicht alle Eignungskriterien und darum machen wir gar nicht erst mit. Das Gleiche passiert auch beim Preis. Der Preis wird ausgestaltet, je nachdem, was für eine Lösung man kann anbieten kann. Ist die Lösung komplexer, als man es gerne hätte gehabt, muss man zu sehr von seinen eigenen Standards abweichen. Kann das zu einer Preiserhöhung führen, einfach weil es aufwendiger ist? Oder man tut Risikozuschläge erheben, weil man sagt, ja, man würde gerne mitmachen, aber mit den entsprechenden Rahmenbedingungen, die da verlangt werden, da können wir nicht mit dem Standardpreis fahren. Das ist nicht in Ihrem Interesse. Aber ich kann Ihnen sagen, die Diskussionen werden bei uns geführt und sie werden immer mehr geführt. Es werden auch die entsprechenden Risikozuschläge erhoben im Übrigen. Schade. Zu was für einer These kommen wir also? Unsere These ist, ein massvoller Einsatz der Mittel, die vorgegeben sind, insbesondere von den Eignungskriterien, erhöht die Zweckerfüllung. Jetzt gehe ich gerne auf die Darstellung ein. Jetzt sehe ich, beim Verschicken hat es einen Verzug vom Bild gegeben, aber macht jetzt nicht. Also, wir sehen auf der linken Seite von innen aus gesehen, der Zweck, den wir schon festgestellt haben, ist im Artikel 1 von BÖB festgehalten und die anderen Gesetze. Gegenüber die Mittel, die zur Anwendung kommen, um möglichst viel von diesem Zweck zu erreichen. Die rote Darstellung oben, die stellt den Bereich dar, wo aufgrund von der Regeln, die nach Gesetzgebung vorgegeben sind, nicht kann ausgenutzt werden, weil wir ja gerne einen komplett freien Markt hätten, ohne irgendwelche Regeln, aber wir eben festgestellt haben, das funktioniert nicht ganz. Wir müssen doch einige Bestimmungen haben, um einen sauberen Prozess anzubringen. Gegenüberliegend ist auch ein Bereich, der nicht im Interesse von Ihnen ist. Wenn es nämlich so ist, dass Sie so viele Vorgaben machen und so viele ganz bestimmte Kriterien definieren, dass viele Angebote dem gar nicht mehr entsprechen können, ja, dann gibt es einfach weniger Angebote. Das heisst, mit den übertrieben strengen Kriterien, überkommt man auch nicht das Ziel, das man erreichen möchte.
ausgewogen würden wir uns ungefähr auf der blauen Linie bewegen. Natürlich ist das heutzutage nicht so. Es ist eher in der Praxis, ist unsere Beobachtung, also das ist auch subjektiv, aber ich sage das jetzt mal so. Schon nur während der letzten Jahre haben wir sehr stark festgestellt, dass die Tendenz immer stärker in dieser Darstellung nach unten gegangen ist. Das heisst, es gibt mehr Formalisierung, es gibt mehr Vorgaben, es gibt mehr Formulare, die man ausfüllen muss, mehr Kreuzchen, die man in den entsprechenden Unterlagen angeben muss. Es wird einfach unglaublich mühsam, also Umschreibungen mitzumachen. Und es ist nicht einfach nur mühsam, weil es anstrengend ist, sondern es wird auch schwieriger. Weil ich kann verstehen, dass man möchte Prozesse standardisieren auf Seite der ausschreibenden Behörden. Das macht ja auch total Sinn. Sie sollen ja nicht das Rad neu erfinden jedes Mal. Aber ist es wirklich in jedem Fall wichtig, dass sämtliche 37 IT-Ausschreibungsanhänge zu noch einem Datenschutzgesetz und noch einer weiteren internen Bestimmung, alle müssen unbedingt Teil von den Ausschreibungsunterlagen sein? Und ist es unbedingt der Fall, dass die zwingend ohne Möglichkeit zum Kommentar akzeptiert werden müssen? Macht es den Vertrag besser? Und macht es sie sicherer? Ich wage zu behaupten, nicht zwingend. Unsere Empfehlung wäre, ein bisschen zurückzukommen, die Mittel, Transparenz und Gleichbehaltung selbstverständlich im Vordergrund zu behalten, aber die Kriterien, die angewendet werden, einer grösseren Flexibilität zuzuführen. Das Risiko, das wir nämlich sehen, wenn man das nicht macht und wenn man weitermacht, so wie heute, ist, dass sie nur eingeschränkt Offerten erhalten. Es ist eine geringere Anzahl von diesen Angeboten, weil sie zum Teil Standardangebote ausschliessen. Sie tun aber auch alle kleineren kreativen Anbieter ausschliessen. Es gibt eine weniger optimale Preissetzung, die wir vorhin gesagt haben. Und die Regelwerke, die sie ursprünglich haben, drafted, um Stabilität und Sicherheit anzubringen, die werden eher ein Hindernis, als dass sie wirklich helfen. Unser Vorschlag ist also der folgende. Es ist absolut legitim, dass bestimmte Punkte definiert werden im Rahmen einer Ausschreibung, wo der entsprechenden Behörden wahnsinnig wichtig sind. Das können bestimmte Kriterien oder bestimmte Eigenschaften von einer Lösung sein. Es können auch bestimmte Kriterien oder Eckwerte in einem Vertrag sein. Das spricht überhaupt nicht dagegen. Was spricht aber dagegen, dass man diese Kriterien als Zuschlagskriterien definiert und entsprechend wertet? Dann bleibt es dem Provider überlassen, zu entscheiden, ja, will ich jetzt dem 100%ig entsprechen? Oder gehe ich das Risiko ein, dass ich halt nicht zu 100% entspreche, möglicherweise ein bisschen weniger Punkte bekomme für das bestimmte Kriterium, aber vielleicht kann ich ja die ausschreibende Stelle an einen anderen Punkt überzeugen. Das heisst, eher Zuschlagskriterien statt Eignungskriterien. Auch die Vorgaben, die gemacht werden, was zum Beispiel die gesamte Vertragswege angeht. Wir erlauben uns mittlerweile, Vorbehalte anzubringen. Das wird nicht immer so gutiert, aber wir machen es mal. Bisher sind wir noch nie rausgefallen, nur wegen dem. Weil transparent sind wir. Und gleich behandelt wie die anderen werden wir auch. Weil wir sagen ja nicht, wir gehen in ein Kämmerchen etwas zusammen aushandeln. Sondern wir sagen ganz transparent von Anfang an, diesen Kriterien entsprechen wir so und so und den anderen halt nur zu 80%. Wenn man das zusammenfügt, würden wir unseres Erachtens, wie gesagt, das transparente Verfahren behalten, die Gleichbehandlung behalten, wir würden zu ausgewogeneren Verträgen kommen. Es sind schliesslich privatrechtliche Verträge, es sind keine Verfügungen, zumindest im Moment noch nicht. Und wir würden die Realität im Markt besser widerspiegeln.
Jetzt hoffe ich, ich habe Anlass zur Diskussion geben. Danke vielmals. Herzlichen Dank, Frau Lotz. Ja, interessante These. Ein bisschen zurück zur Vernunft. Jetzt sind wir hin und her pendeln zwischen dem Wilden Osten, wo man zum Teil gar nicht ausschreibt, über zu endlosen Papierbergen, die man muss abhaken muss, die Sinn und Zweck manchmal fraglich ist, auch für die, die es publizieren müssen. Und darum gehen wir jetzt thematisch auch weiter mit dem Thema, so wie die Ausschreibung ist, so das Angebot. 10 Tipps für Ausschreibung aus Sicht des Anbieters. Und dann darf ich das Wort an Christoph Kählin geben. Grüezi miteinander. Ja, ich habe natürlich den letzten Vortrag kurz vor dem Mittagessen. Ich werde ein bisschen Leute reden, um das Magenknurren zu übertönen. Jetzt nimmt es mich aber im Rahmen dieser Beschaffungskonferenz gleich Wunder. Wer von Ihnen ist tatsächlich auf der Beschaffungskunden- oder Einkaufsseite? Hand hoch. Okay. Wer ist auf der Anbieter- oder auf der Lieferantenseite? Ah, das sind aber auch einige. Wer ist weder noch? Ah, falsche Veranstaltung. Die Esoterikmesse ist nächste Woche. Gut. Also wir sehen, wir haben die zwei Lager. Auf der einen Seite die Anbieter, auf der anderen Seite Kunden oder eben Beschaffer, den Einkauf. Und dazwischen gibt es einen Graben, das sind die Ausschreibungen. Und da läuft einiges schief. Wie wir auch schon immer wieder mal in der Zeitung lesen können. Dabei müsste das ja eigentlich nicht sein. Weil eigentlich arbeiten ja beide am gleichen und beide wollen am Schluss zusammenarbeiten. Und das Ziel wäre eigentlich ausgleichen. Das Ziel der beschaffenden Seite ist ja schlussendlich, dass sie gute Offerten bekommen. Dass sie Wow-Offerten bekommen. Dass sie sagen, wow, die haben mein Bedürfnis verstanden. Wow, das Produkt, das passt. Und wow, der Preis stimmt auch. Nein, nicht gratis, aber stimmt auch. Und auch der Anbieter, der selbstverständlich eine sehr gute Offerte abliefert, die eben den Wow-Effekt hat, dass der Kunde eben zuschlägt und nicht bei der Konkurrenz zuschlägt. Also eigentlich schaffen wir ja am Gleichen. Jetzt, was können wir an dieser Schnittstellausschreibung machen, dass es besser funktioniert? Und der Hauptpunkt aus meiner Sicht ist eben der, dass das Verständnis von beiden Seiten gegeneinander mehr da ist. Und das fehlt manchmal ein bisschen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen von der Natur der Sache so, dass die Verkäufer tendenziell mehr interessiert sind, wie der Einkäufer funktioniert, als umgekehrt. Darum bin ich so froh, dass wir jetzt da heute den Anbieterteil an dieser Konferenz haben. Finde ich super. Ich habe zum Beispiel für die Konferenz, die ich organisiere, die mehr Verkäuferkonferenz ist, haben wir Procure.ch angefragt, einen Vortrag zu machen. Und die Antwort ist, wir sehen keinen Mehrwert für uns. Das finde ich da besser. Das finde ich gut. Darum werde ich die nächsten Viertelstunde, 20 Minuten darauf ausrichten, das Verständnis ein bisschen klar zu machen. Was passiert auf der Anbieterseite, wenn so eine Ausschreibung ins Haus flattert? Das wollte ich Ihnen aufzeigen. Und in einem zweiten Schritt wollte ich Ihnen aufzeigen, wollte ich Ihnen 10 Tipps mitgeben, wie, was Sie ändern können oder vielleicht gut machen können oder vielleicht schon richtig machen, damit es eben für die Anbieterseite besser ist, gute Ausschreibungen zu Angebot zu machen. Und darum kurz formuliert, wenn die Ausschreibung schlecht ist, kommen Sie keine guten Angebote über. Das ist ja so. Die Chance ist viel grösser, wenn die Ausschreibung passt, dass auch gute Angebote reinkommen. Auch keine Garantie, aber tendenziell kommt es besser. So. Und was eben immer wieder passiert ist, dass ein Verständnis da ist, ja, der Anbieter, der ist ja in diesem Business, lasst ihr mal schnell ein Angebot machen. Ist ja keine Sache. Das ist ja deren ihres Business. Das Verreckte ist, dass sogar auf Anbieterseite teilweise die Mentalität vorhanden ist. Ja, lass uns mal schnell ein Angebot machen. Und was eben dahinter steckt, möchte ich Ihnen schnell aufzeigen. Und das ist vielleicht auch für die Anbieter ganz interessant, wie wir das darstellen. Und jetzt fragen Sie sich, warum jetzt der Kählin, warum erzählt der das? Unsere Firma CSK Management begleitet, beratet und trainiert Anbieter, möglichst gute Offerten zu machen. Also das Ziel von uns ist, eben, dass die Dinge verkaufen am Schluss. Ich glaube, es klingt uns auch ganz gut. Also die Winrate, die wir haben, ist irgendwo so im Schnitt bei 70-80%. Und die meisten Anbieter haben irgendwo bei 20-30%. So.
Jetzt, wenn man da die Zeitachsen anschaut, da kommt irgendwo mal der Zeitpunkt, hoffentlich, dass man als Anbieter einen Deal identifiziert. Also da weiss man, da ist irgendwie ein Problem rum und da gibt es vielleicht sogar das Budget. Und dann kommt eben der RFP oder die Ausschreibung rein. Le voilà. Und dann geht's los. So, und dann haben wir die Abgabe. Und da kommt noch mal ein bisschen Angebotspräsentation, Vertragsverhandlungen und noch ein paar andere Sachen. Und da hat man hinten dran vielleicht einen Vertrag. Jetzt kommt die Ausschreibungsanalyse. Ich habe schon tatsächlich Ausschreibungen gesehen, die in 3 Wochen beantwortet werden müssen. Die waren 800 Seiten stark. Kein Witz. Für nicht einmal so ein wahnsinniges Projekt. Die Ausschreibungen zu analysieren, und da bin ich voll in Line mit der Frau Otz, was sie vorher gesagt hat, da kommen manchmal Dokumente her. Mit Reglement da, Reglement dort und Zustimmungen da und Anforderungen, formellen Anforderungen, das ist gigantisch. Das muss man zuerst mal verstehen. Wenn man das mal verstanden hat, muss ich mich entscheiden, will ich denn überhaupt anbieten. Und das ist dann mehr mein Tipp an die Anbieter. Tendenziell Anbieter, Verkäufer wollen Umsatz machen, hinten rechts Bonus. Oh, bieten wir an. Aber wenn man das Zeug nämlich genau studiert, sollte man eigentlich manchmal zum Schluss kommen, eigentlich passt es nicht ganz. Würde ich gescheiter nicht anbieten, mir selber die Arbeit zu sparen und auch der Beschaffungsseite die Arbeit zu sparen, meine komplexen Offerten anzuschauen. Also die Bid-No-Bid-Entscheidung ist ganz entscheidend und die ist gar nicht immer so einfach. Vor allem dann, wenn die Ausgangslage nicht allzu klar ist aufgrund der Ausschreibung. Dann die nächste Phase. Man muss sich irgendwie ausdenken, ja, welche Strategie fahre ich dann, wenn ich da anbiete? Tue ich billig anbiete? Tue ich teuer anbiete? Tue ich jetzt compliant anbiete? Sprich, tue ich alles erfüllen? Oder sage ich, okay, da erfülle ich nicht, bin dafür billiger? Oder ich mache einen Gegenvorschlag, obwohl der eigentlich nicht gewünscht ist? Diese Strategie muss ich mir überlegen. Und das ist auch nicht immer einfach. Je komplexer das Thema ist, desto mehr Fragen sind da involviert. Das kann sehr komplex und sehr langwierig sein. Das muss ich auch machen, Strategie entwickeln. Dann gehen wir weiter. Dann habe ich einen Kickoff typischerweise. Ich habe ja ein Team, da sind Juristen, da sind Verkäufer, da sind Produktmanager, da sind IT-Architekten, da sind Lösungsarchitekten, da sind Logistiker. Alle sind drin, die müssen am Schluss zusammen ein Angebot abliefern, das verkaufen soll. Das ist eine komplexe Aufgabe. Und dann sollen die auch noch 100 Seiten schön schreiben. Da. Und dann geht es eigentlich los. Ich muss die Lösung entwickeln. Also nicht nur die Strategie, High-Level, sondern wirklich ganz konkret, welche Lösungsarchitektur kommt jetzt da zum Zug. Und all die kleinen Sachen, welche Teillieferanten brauche ich, welche Partner brauche ich, wo habe ich irgendwie vielleicht ein Muss-Kriterium, das ich nicht erfülle, was kann ich machen, dass ich das dann doch erfülle? Oder wie kann ich es tarnen, dass es der Kunde nicht merkt? So, da bin ich am Basteln und schaue, dass ich da irgendwo eine Lösung finde. Das ist die technische Aufgabe, die meisten Anbieter gut beherrschen, weil das ist ja ihr Business. Oder? Und das ist ja das Problem, was meinen Lebensunterhalt finanziert schlussendlich, dass viele Anbieter zwar super in der Lösung sind und viel Zeit in dem Angebotsprozess brauchen, eine Top-Lösung zu entwickeln und am Schluss wird sie im Dokument schlecht verkauft. Und da komme ich hin und helfe denen dann, das besser zu verkaufen. So, dann geht es weiter. Mit der Storyline. Was muss ich dem Kunden erzählen? Oder dem Beschaffenden, dass er mein Angebot attraktiv findet? Sind wir ehrlich, wenn IT-Firmen etwas anbieten, ich sage jetzt IT-Firmen, weil viele von der IT da drin sind, ist ein IBM und ein HP und ein CSC, sind die von der Lösung so fundamental anders? Ist, wenn wir Drucker bestellen, ist Canon, Xerox, Minolta, sind die so fundamental anders? Vermutlich nicht. Und der eine hat ein Feature, das er in diesem Jahr einführt und im nächsten Jahr haben das die anderen sowieso auch. Und da kommt ein neues Gerät raus, dann ist sowieso alles wieder anders. Oder ein neuer Treiber oder was auch immer. Also was erzähle ich, what's your story, was erzähle ich dem Kunden? Also ich muss auch noch irgendwo ein bisschen den Literat in mir suchen und sagen, okay, wie argumentiere ich das und vor allem, wie kann ich das auf die echten Bedürfnisse vom Besteller zuschneiden? Das ist eben etwas anderes, wenn ich Bleistift verkaufe. So, dann geht es weiter. Dann weiß ich, wie ich mich positioniere. Ich kenne meine Lösung. Und dann kommt das Thema Kosten. Ich muss mal Kosten rechnen.
Bei komplexen Lösungen ist das relativ kompliziert, weil sie vielleicht noch Unterlieferanten und Unterlieferanten haben. Und jeder, der seine Teillösung liefert, tut noch so einen kleinen Puffer rein. Und am Schluss habe ich einen riesen Preis, der eigentlich gar nicht realistisch ist. Und wie tue ich die ganzen Risiken, das ist auch schon angesprochen worden, das Risikothema, wie tue ich das berechnen? Und vor allem, wenn ich die Ausgangslage nicht wirklich genau kenne, soll ich jetzt da einen Risikozuschlag drauf tun und mich eventuell aus dem Rennen bringen? Oder soll ich den Weg nehmen und halt das Risiko selber tragen? So, dann habe ich die Kosten zusammen. So, und jetzt kommt noch das Thema, das auf Anbieterseite oft ein bisschen verloren geht. Ich habe eigentlich die Lösung im Kopf. Ich weiß, welche Komponenten, welche Architekturen ich da über welches Protokoll zusammenschiebe. Und jetzt muss ich das aber noch verkaufen im Dokument. Weil sonst am Schluss hat der Besteller hat 5 Offerten mit ihrem Konzept drin, aber keiner sagt, warum man ihn kaufen soll und nicht die anderen. Macht einen riesen Unterschied. Also ich muss schlussendlich ich mich als Texter da begeben. Und dann kommt noch ein bisschen das Kulturproblem. Wenn ich technisch gut drauf bin, bin ich meistens textmäßig nicht unbedingt so gut drauf und umgekehrt. So. Dann kommt noch der eigentliche Business Case aufgrund von den Kosten, die wir vorher hatten. Da ist dann die grosse Frage, ja, Preis, wie positioniere ich mich da? Gehe ich unten rein, gehe ich oben rein? Was rechne ich rein? Was tue ich eventuell so kalkulieren, dass es mit dem Change nachher reinkommt? Also das ist gar nicht einfach. Das ist eine komplexe Sache. So, dann habe ich eigentlich das meiste schon gemacht. Dann gibt es meistens noch einen sogenannten Red Team Review, die was gut machen, wo das ganze Offertdokument, jetzt habe ich alles geschrieben und alles gerechnet, dann nochmal prüfen und dann gibt es nochmal das Veto vom Chef, wird nochmal etwas anders geschrieben, wird nochmal etwas neu kalkuliert, da müssen wir noch ein bisschen preislich haben und dann kommt plötzlich der Sublieferant und sagt, das können wir nicht liefern, muss ich noch einen anderen Sublieferant liefern. Also, da wird es am Schluss hinten eng und der Business Case Review heisst, tun wir es nochmal freigeben, tun wir Preise freigeben, Margen freigeben, Risiken freigeben, das sind die Geschichten. Und am Schluss muss ich das Ganze produzieren, sprich, ich muss es je nach Setup muss ich das als PDF generieren, das ist noch der einfache Fall. Vielleicht muss ich es aber auch drucken. Und da kommt dann das zum Zug. Und da sehe ich immer wieder ganz lustige Situationen, wo hochbezahlte Sales Manager und sogar CEOs am Schluss dastehen, nach dem 3 Lochen, Drucken, einordnen. Das ist einfach nicht artgerecht, aber es passiert einfach im Stress. So. Und dann am Schluss habe ich meine Offerten zusammen und kann die abgeben. Das ist so etwa der Prozess, der abläuft. Und das passiert im grossen oder im kleinen Stil eigentlich bei jeder Ausschreibung. Ich muss schauen, was steht drin, was muss ich erfüllen, ich muss die Informationen besorgen, ich muss einen Text machen, ich muss eine Story machen, ich muss die Lösung bauen, ich muss Zahlen zusammenrechnen. Das ist extrem viel Arbeit. Oder? Und da ist es eben dann relativ schwierig, schreib doch mal schnell eine Offerte. Und manchmal, wenn ich gewisse, und ich will das nicht pauschalisieren, aber wenn ich gewisse Ausschreibungen überkomme oder sehe, 2 Wochen Zeit, all das reinpacken. No way, dass das gut rauskommt. Und das Verständnis, was es da alles braucht, um eine gute Offerte in einem komplexen ICT-Umfeld zu machen, das fehlt teilweise. Und zwar einfach, weil man sich nicht bewusst ist. Das ist nichts Bösartiges. Und das ist mein Wunsch. An der Beschaffungsseite, da ein bisschen mehr Verständnis zu haben. Und daraus leite ich jetzt 10, aus dem Prozess leite ich jetzt 10 Wünsche oder Tipps ab. Bezüglich ja, Post-Bic und dann, das ist Verhandlungsführung und all die Geschichten. Das ist eine weitere Sache, ich habe es noch nicht mal voll. Partnermanagement, interne Prozess, Kundenbeziehung geht manchmal auch noch weiter. Und dann Logistik bis hin zum Druck, das sind all die Sachen. Also der Prozess, der muss stattfinden zwischen der Ausschreibung und Abgabe. So. Gut, ja, der kommt auch noch. So, 10 Tipps für Ausschreibungen. Punkt 1. Liebe Ausschreibende, gebt uns genug Zeit, um das alles zu machen. Weil dann haben wir noch einen, der in den Ferien ist, einer ist noch in einem Projekt involviert, der nächste ist noch krank und ich habe 2 Wochen Zeit für all das. Das kann nicht gut kommen. Das Schlimme ist, dass natürlich die Anbieter tendenziell nicht gross ausrufen, weil die Hand, die einen füttert, die beißt man nicht. Ich mache mich nicht gerne unbeliebt und sage, ich schaffe es nicht in diesen 2 Wochen. Aber es ist immer realistisch. Es braucht einfach viel Zeit. Punkt 2.
Es gibt immer wieder den Fall, wo einfach so eine Ausschreibung irgendwo in einer Info-Ad-Inbox landet. Und dann muss ich plötzlich 20 Leute parat haben, die die ganze Maschinerie laufen lassen haben. Das braucht Vorlauf, weil Leute in der Ferien sind, weil Leute im Militär sind, weil Leute irgendwo beschäftigt sind. Es braucht einfach Vorlaufzeit. Und das Schlimmste, was mir eigentlich passieren kann, ist, dass, und das sehe ich immer wieder, dass eine Ausschreibung angekündigt wird. Ja, am 2. September kommt die Ausschreibung. Und ich blockiere die Schlüsselleute, den Schlüssellösungsarchitekt, blockiere ich, dass der am 2. September auch da ist. Und am 2. September kommt die Ausschreibung nicht. Er ist sauer, weil er nicht hat können in die Ferien. Dann geht er nachher in die Ferien und dann kommt die Ausschreibung. Also, das hilft wahnsinnig, wenn man weiss, am 2. September kommt die Ausschreibung und dann kommt sie auch. Weil dann kann ich meine Ressourcen so planen als Anbieter, dass ich dann auch anbieten kann. Und eine gute Offerte machen kann, weil das will man ja. Nummer 3. Den Hintergrund der Ausschreibung aufzeigen. Warum will man einen Vertrag erneuern? Warum will man eine neue Software? In vielen Ausschreibungen steht drin, wir wollen ein neues Rechenzentrum. Aber will man ein neues Rechenzentrum, um Kosten zu sparen? Will man ein neues Rechenzentrum, weil der Unterhalt zu teuer ist? Will man ein neues Rechenzentrum, weil die Sicherheit nicht passt? Warum? Steht oft nicht drin. Und dann ist ja meistens noch irgendwie ein Kommunikationsverbot. Das heisst, man kann den Kunden nicht mal mehr fragen. Und wie soll ich ein Bedürfnis befriedigen, wenn ich das Bedürfnis nicht kenne? No way. Also bitte das Bedürfnis, das hinter diesen vielen Spezifikationen steht, mitkommunizieren. Möglichst natürlich mit Zahlen. Also wir wollen 12% Kosten sparen, nicht einfach viel Kosten sparen. Dann nur notwendige formale Antworten. Und damit stoße ich genau das Gleiche an wie die Vorredner. Was ich schon an formalen Anforderungen gesehen habe. Geschäftsbericht von den letzten 5 Jahren. Ist besonders lustig, wenn irgendwie die Firma neu gegründet worden ist oder die Firma neu zugekauft hat. Es ist einfach gar nicht mehr rum. Oder einfach nicht einfach verfügbar. Für was? Wer ist es? Und da ist teilweise ganz massiv, glaube ich, Fett, das man wegschneiden könnte, was den Anbieter einfacher macht und wo die Beschaffungsseite auch nicht anschaut. Sind wir ehrlich. Nummer 5. Die Offertenstruktur und der Umfang klar vorgeben. Sagt der Anbieter, wir erwarten eine Offerte von ca. 80 Seiten. Weil was passiert? Der eine Anbieter macht eine 20-Seiten-Offerte und der andere macht eine 200-Seiten-Offerte. Und das kann ich nicht vergleichen. Und dann wird es schwierig. Also die Struktur klar vorgeben, welches Kapitel wo. Das ist kein grosser Aufwand. Macht es auch wieder für den Bewertenden einfach. Ich kann Kapitel 2.3 mit Kapitel 2.3 vergleichen. Nummer 6. Möglichst wenig Musskriterien. Sind wir wieder im Gleichen. Ich habe vor 2 Jahren eine Ausschreibung auf Anbieterseite begleitet. Heben Sie sich fest. 540 Musskriterien. Das ist kein Witz. 540, 542. Als Anbieter ist das totaler Mist. Einerseits weiss man genau, das kann ich nie erfüllen. Selbst wenn es 2 sind und ich 540 von diesen 542 gefüllt habe, was mache ich mit diesen 2? Nach WTO bin ich draussen. Nur glauben Sie nicht im Ernst, wenn grosse IT-Konzerne eine Offerte schmücken, wo im zweistelligen Millionenbetrag ist, im höheren zweistelligen Millionenbetrag, dass sie sagen, oh, da bieten wir nicht an, weil wir 2 von diesen 540 Kriterien nicht erfüllen. Das heisst, sie werden alles dran setzen, um irgendwo das, oder? Also möglichst wenig Musskriterien, lieber viel Zuschlagskriterien und sagen, wie man die Zuschlagskriterien bewertet. Das ist das Problem, das ich immer wieder sehe. In einem anderen Fall habe ich mal ganz kurz bei einem grossen IT-Provider gearbeitet, da haben wir eine Offerteanfrage bekommen von einem Telekom-Konzern, das war nicht Swisscom. Und die haben uns nichts anderes als einen Wunschkatalog geschickt für eine IT-Lösung. Wir haben diese Wunschlösung haben wir mit viel Aufwand zusammengestellt. Und das Ding hat dann irgendwie 9 Millionen gekostet. Das war unser Price-Tag. Und dann hat man uns gesagt, ja, wir haben uns eigentlich in 1,5 vorgestellt. Es war auch unser Fehler, dass wir das nicht vorher abgeklärt haben und nicht genügend gebohrt haben, um das Budget herauszufinden. Aber die haben einfach den Rolls-Royce geschustert und mal geschaut, was da kommt. Oder? Das ist der Fehler, wenn man einfach alle Nutzer von meinem Produkt mal fragt, was hättest du gern? Und jeder liefert. Und dann tue ich das konsolidieren, Anbieter schicken. Kommt nicht gut. Nummer 7. Nicht überspezifizieren, geht das Gleiche rein. Manchmal ist mehr, weniger mehr.
Weil dann kann sich der Anbieter nämlich auch differenzieren durch gewisse Sachen. Nummer 8, bitte nicht nur Tabellen. Das mag funktionieren, wenn man Bleistift einkauft. Das mag funktionieren, bei Versicherung kenne ich da nicht so aus. Aber bei einer grossen IT-Geschichte, wenn ich hunderte von Kreuzchen machen muss oder ja, nein, teilweise erfüllt. Der Fehler auf der Anbieterseite ist natürlich oft, dass man dann trotzdem anbietet. Das sollte man gar nicht anbieten. Aber den Mut muss man halt zuerst mal haben. Aber man muss doch Raum haben, zum differenzieren. Weil dort, wo man anders ist, will man ja sich anders zeigen. Und das soll ja der Nachfrager auch erkennen. Wenn er es nicht erkennt, dann läuft es am Schluss über den Preis. Ob das dann die beste Version ist, weiß ich nicht. Nummer 9, umfangreiche Fragemöglichkeit. Also gerade bei komplexen IT-Projekten ist so irgendwo so der Standard, es gibt eine Fragerunde. Und die ist für den Anbieter garantiert immer im falschen Zeitpunkt. Wenn sie sehr früh ist, dann hat man noch nicht alles verstanden und hat die Lösung noch nicht so weit entwickelt, dass man alle Fragen können stellen. Wenn sie zu spät ist und die Antworten sehr spät kommen, habe ich keine Zeit mehr, meine Lösung zu entwickeln. Ich brauche die Antworten vorher. Das heisst, es ist viel besser, wenn man zwei oder drei oder sogar permanent die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Aufwand auf der Beschaffungsseite, aber es hilft wahnsinnig. Die Fragerunde, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, das ist eigentlich ein Blödsinn. Natürlich müssen alle die Antworten überkommen, selbstverständlich. Und das muss auch ein fairer Prozess sein. Aber das auf einen Termin zu konzentrieren, halte ich für falsch. Also jetzt ein paar Ausschreibungen gesehen, da sind es wenigstens zwei Termine gewesen, früher und später. Das ist schon viel besser als einfach einer. So, last but not least, Transparenz ist auch schon mal angesprochen worden. Teilweise wird eine Transparenz gefordert vom Anbieter, die ich schon fast nicht mehr nachvollziehen kann. Die Grundidee ist natürlich verständlich. Man will ja wirklich eben Transparenz haben. Man will wissen, was man kauft. Man will vergleichen können. Die Gefahr, die ich aber gesehen habe, ist, dass man am Schluss alle Anbieter in ein Korsett zwängt und dann Äpfel mit Birnen mit dem gleichen Faktor vergleicht. Die dann halt am Schluss nicht verheben. Lassen Sie mich ein Beispiel bringen. Ich habe mal einen Anbieter von Multifunktionsdrucker unterstützt. Und die grossen Kisten, Sie kennen die drucken, faxen, scannen, staubsaugen und kochen. Die haben ja alle Harddisk drin. Das ist ein Kriterium war die Grösse der Harddisk in Megabyte. Oder Gigabyte, keine Ahnung. Ja, jetzt hat der Anbieter, den ich unterstützt habe, die haben einen speziellen Datenkomprimierungsalgorithmus drauf gehabt, dass das eben möglichst wenig Daten braucht, damit auch das Netzwerk möglichst wenig Daten verarbeiten muss. Und die haben natürlich eine kleine Harddisk gehabt. Das hat wenig Punkte gegeben. Dabei haben sie eigentlich die bessere Lösung gehabt. Das passiert, wenn ich überspezifiziere und dann eine Transparenz habe am Schluss, wo ich dann Harddiskgrösse vergleichen kann, wo eigentlich ein falscher Vergleich ist. Also Transparenz ja, aber wenn, bitte auch beidseitig. Das heisst auch, ich will als Anbieter wissen, was gibt wie viele Punkte. Und nicht nur 30% technische Lösung. Was bei der technischen Lösung gibt dann den grossen Haufen der Punkte? Das wollte ich wissen. Dann kann ich mein Angebot entsprechend zusammenstellen, dass die wichtigen Punkte besser dargestellt werden. Das ist ja auch im Sinn des Nachfragen. Gut. So. Also, wie die Ausschreibung, so das Angebot. Selbstverständlich ist es so, dass eine gute Ausschreibung, eine klare Ausschreibung, nicht automatisch zu einem guten Angebot führt. Aber eine schlechte Ausschreibung führt garantiert zu einem nicht guten Angebot. Und darum ist mein grosser Appell, und ich hoffe, die anbieterseitig jetzt da sind, dass die mich da unterstützen, möglichst klare Offerten, genügend Zeit, viel transparent, wenig Musskriterien, lieber viel Zuschlagskriterien, dann kommt das gut. Herzlichen Dank. Ich würde jetzt erlauben, dass wir in die Diskussion, die Fragerunde, würden einsteigen. Ich habe vorhin gemerkt, ohne Mikrofon geht es dann aber fast ein bisschen besser. Ich würde die anderen zwei Referenten schnell vorbereiten. Wie wir so gehört haben, gibt es da grosse Anforderungen. Die Ausschreibenden,
ich bin einer davon, ich mache Ausschreibungen mit meinem Team selber. Das ist immer die hohe Kunst, nicht zu viel zu schreiben, konkret zu werden, auf der anderen Seite offen für innovative Lösungen. Wir müssen beispielsweise auch persönlich sind die dabei. Transparenz ist auch gewünscht, auch von unserer Seite, von den Ausschreibenden. Und ja, die 10 Tipps hier. Ich hatte heute Morgen eine Diskussion vom Gang mit einem alten Bekannten, der es auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, weißt, das Schlimme eigentlich an diesem ganzen System ist, ob das hochkomplexes IT-System oder lastige Beton bestellst, das ist das Gegenverfahren. Und irgendwie kommt ich aus der Baubranche, was mir gesagt hat. Aber ich komme auf den Bauverkehrs- und Energiedirektion, ich kenne das. Beton ist hoch standardisiert. Das ist normiert, das ist schweizerisch, fast eben betonmässig eingegossen. Da kann man also ruhig einen Lastwagen von Beton bestellen und der geht schlecht nur noch einen Preis. Und vielleicht noch 2 Euro. Das ist relativ eine einfache Ausschreibung. Gegenüber hier der Informatik mit hochkomplexen Anforderungen, Schnittstellen, Transparenz, Lebenszyklus ist auch nicht genannt worden. Man sollte den ganzen Lebenszyklus ausschreiben. Ja, was würde man sich denn so einen Lebenszyklus vorstellen in der Ausschreibung? Wie lange das muss fühlen, das muss auf der Plattform einsetzen. Oder wie einsetzen. Man muss nicht Standardsoftware und Software, die nicht Standard ist, also individual abfertigen. Individual abfertigen ist immer das grosse Problem, was macht man, wenn der Programmierfirma nicht mehr existiert. Oder eine von den vielen modischen Programmiersprachen, die nicht mehr existiert, wie PL1. Zeug auf der Weg, wie man sieht, Cobol und so weiter, ist das Hauptproblem, man erwartet die Systeme. Es gibt eine ganze Menge von Programmierern, das sind Museumswächter. Die kassieren enorme Beträge, wie sie irgendein System von der Endserver erwartet, von kein Mensch mehr weiß. Aber sie brauchen die Person. Und das ist das Hauptproblem. Und ich frage die Leute immer, was für eine Programmiersprache. Für mich ist das etwas ein wesentliches Kriterium bei einer Ausstellung. Was ist das für eine Programmiersprache? Also Ruby on Rails zum Beispiel, muss ich sagen, ist nicht wie der modische, aber Visual Basic nicht. Das dürfen euch alle mit dem zu anschauen. Access noch viel besser. Das heisst, irgendwie die Programmiersprachen alle sehr kurz sind, im Lebenszyklus. Wir müssen mit Modenerscheinungen umgehen. Es gibt ein paar wenige Standards, C-Sharp zum Beispiel, es gibt Java. Es gibt immer noch Basic, Basic vergessen, Cobol. Auf Programmiersprache, wo man weiß, sie überleben die nächsten 10 Jahre. Es gibt eine goldene Regel, je schneller dass man etwas entwickelt, desto schwieriger ist es zum Warten. Also Visual Basic für mich das beste Beispiel. Das ist Baustelle bis zum Geht nicht mehr. Es ist wie ein Flachdach auf einem Gebäude ohne Wasser. Das heißt, man muss nicht nur, dass es easy zu execution ist, sondern wer wird das irgendwo übernehmen? Und wie strukturiert ist der Code? Oder wir müssen nicht nach Firma dazwischen schalten, die strukturiert den Tod anschauen. Für irgendwann ist alles nur eine Baustelle. Besonders für die Individualapplikationen. Die Standardsoftware hat eine bestimmte Größe, kann man sagen, ja, SAP oder OLAC, muss man es nicht mehr fragen, ich kann das selber erledigen. Gut, ich habe jetzt gerade Sie gesprochen, ich würde gerne in die Runde gehen. Ja, ich habe schon gehört. Es ist mühsam, die ganzen Ausschreibungen. Man muss ausschreiben, man muss nicht ausschreiben. Dann höre ich aber von Ihnen wirklich, die sich einfach kommen, machen, was sie wollen, schreiben nicht aus. Ja, gelten jetzt die Gesetze oder gelten sie nicht? Ja, es gibt Ausnahmebestimmungen. Das Problem ist, sie können pokern. Veto hat das so gemacht, dass wenn sie jetzt nur das publizieren, wir als Hersteller 10 Tage Zeit haben, um darauf zu reagieren. Meistens ist es schlichtweg unmöglich. Also eine Klage anzukriegen, 10 Tage ist schlichtweg unmöglich. Und die richtige Argumente zu bringen. Ich wundere einfach das Konstrukt so wenden. Oder? Wir haben einen Öffentlichen, wir haben eine Maschine, wir fahren es. Und dann mache ich lustig, wenn ich will. Ja. Das stimmt mir jetzt schon. Also, dann gelten die Gesetze gar nicht, muss man gar nicht mehr verändern. Im Moment, das ist jetzt vom Verwaltungsgericht landet, also es ist uns schon. Okay. Aber es muss eine Firma sein, eine bestimmte Größe, die sich die finanziellen Ausgaben überhaupt leisten, dass sie unsere Farbe und so viel Dinge zu bringen. Oder? Dann wünsche ich dir 500 Millionen für das. Nein, externe Kosten. Es zeigt, dass wenn wir kleine Ausschreibungen mitmachen, wir haben Probleme davon. Ob sie sich selber einen Fehler machen, ist die Frage. Weil sie wissen gar nicht genau, was sie kaufen. Ja, das ist das Hauptproblem. Das fand ich sehr gut. Ich habe ja auch
so viel Bemühungen, so viel Aufwand, so viel Geld. Und nachher der Schritt, was wir machen muss jetzt oder machen muss nicht. In Zukunft wird es nicht mehr so einfach sein mit diesen Kunststücken. Ich meine, Campus St. Gallen ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist, wie gesagt, jetzt ist ein Dorn im Auge, aber wir sehen es halt. Es gibt auch andere Vereine, die gegründet worden sind von Kantonen oder von zumindest bestimmten Behörden in den Kantonen, die das auch zusammengeschlossen haben und die dann Beschaffungen machen. Und die Beschaffungen werden nicht ausgeschrieben, die werden leider vergeben. Das wird jetzt mit den Revisionen nicht mehr ganz so einfach sein. Von daher ist das jetzt eine Entwicklung, die meines Erachtens richtig ist. Wenn man schon Transparenz und Gleichbehandlung verlangt, dann muss man es konsequent machen. Und es sollte so eine Ausnahmemöglichkeit geben. Darf ich noch eine Folge vorstellen? Also, gibt es auch Beispiele, da gibt es ein Beispiel von Gerichtsurteilen, wo ergangen sind und sagt, man muss jetzt ausschreiben. Und bis dann und dann. Und ja, danach hat es immer noch nicht geändert. Das heisst, es gibt zwar ein Gerichtsurteil, man muss es ändern, man macht aber nicht. Sie müssen klagen, das ist das Problem, wo man niemanden gegen die Öffentlichkeit anklagen will. Sie müssen natürlich sehen, wir müssen... Auch nach der Klage, wenn ein Schlag durchgegangen ist, wenn das Gericht Recht gesprochen hat, wenn es heisst, das Ding und dann muss man es ändern, und zwei Jahre später hat es gar nicht geändert. Sie müssen natürlich sehen, Sie müssen... Ja, Sie wollen nicht ändern, das ist das Problem. Und sind natürlich schon idealistisch zum Klagen. Weil wer klagt schon gegen die öffentliche Hand? Ich meine, ich habe jetzt 57 Gegner in St. Gallen, alle Gemeindepräsidenten. Das ist ein wahnsinniger Ort. Ich produziere in Ostschweiz 100%. Alles Ritaler, programmiert lokale. VSG kauft das Zeug. Dann wie schon ich, bei der Sowjetunion Vietnam programmieren. Das heisst, unsere eigene öffentliche Hand erlaubt es im eigenen Kanton zu offerieren. In den anderen Kantonen, ja, ihr könnt es verampern. Sie werden subventioniert von St. Gallen gemeint. Das heisst, sie haben den Tod oder Schaden. Jetzt hier sind zwei kleine Kinder, die relativ stark gehört. Und ich frage mich, in welchem Kanton wachsen die eigentlich aus? Und dann habe ich gesagt, jetzt klage ich. Ich klage nicht, weil ich weiß, keine Gemeinde würde dieses oft jemand kaufen, St. Gallen, weil sie so viel sauber sind. Aber ich klage, weil ich will das System ändern. Weil wir können es sich leisten. Wenn ein Abakus, der sich das kann leisten kann, immer klagt, wenn sie unter den Zustand sind, wäre es selber Zustand. Die anderen können es sich gar nicht leisten. Ihr Angst, wenn sie euren Auftrag. Ja. Ich frage das Ganze anders. Es gibt erfolgreiche Klagen mit entsprechendem Gerichtsurteil und es wird trotzdem nicht geändert. Ja, fragen Sie damit, fragen Sie die Ausstellung der also, ich meine, wir stellen Ähnliches fest. Sie haben schon recht, dass es passieren. Mittlerweile gibt es bestimmte Gesetzesrevisionen, es gibt sogar bestimmte Urteile, es wird immer wieder ins Gleiche verlangt, aber offenbar wird es trotzdem nicht überall gelebt. Warum denn nicht? Weil es einfacher ist? Wahrscheinlich schon. Oder? Das kann man durchaus in Frage stellen, das stellt man zu Recht in Frage, aber wir als Anbieter wir haben eben nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Wir können entweder mitmachen und haben die Chance, überhaupt irgendeinen so einen Auftrag anzukommen. Oder wir können gleich mal eine Beschwerde machen, da machen wir uns aber unglaublich unbeliebt. wahnsinnig unbeliebt. wir haben es auch mal gemacht. Ja. Und sie haben 10 Tage Zeit, um die Beschwerden zu machen. Das genau, also sie müssen schnell sein. Es ist nicht so simpel, oder? Sie müssen schnell sein, sie müssen das Ego haben dazu und sie müssen riskieren, dass sie halt von den entsprechenden Behörden denkt, zumindest für eine Zeit lang nicht sehr geheim gesehen sind. Und dann, je nachdem, was ihre Position ist, werden sie sich das leisten oder werden sie einfach sagen, nein, das machen sie nicht, jetzt müssen sie nicht bereit einzugehen. Aber wir können nicht Gesetzgeber spielen, oder? Sondern das ist ja eigentlich die schlechteste Variante, dass ein Anbieter muss Beschwerden nicht haben. Von meiner Seite kann ich vielleicht sagen, dass der Druck enorm zunimmt, also zumindest hier im Kanton Bern, dass man muss ausschreiben muss, das ist keine Wahlfreiheit, tue ich ausschreiben oder nicht. Es geht sogar so weit, wenn ich einen Kredit muss holen muss, sei es im Regierungsrat, im Grossrat, ist das eine legitime Frage, wie ist die Sache beschafft worden. Und wenn ich dort hier nicht sauber herstehen und das dokumentieren kann, sprich Transparenz halten, dann wird der Kredit gar nicht durchkommen. Also dann wird nicht einmal die Direktion verlagen buchen, geschweige denn irgendwie die Regierung. Und das ist auch so, das, was ich in den letzten paar Jahren
feststellen, ist, die Öffentlichkeit ist sehr interessiert, insbesondere die Medien. Sie sind sehr dankbar über die Sommermonate für solche Geschichten. Und da kann man sich als, ich sage jetzt IT-Leiter, auch selber nehmen, wie risikofreudig ist man und will wirklich gerne auf der ersten Seite stehen und in Zeitung oder so. Und was dann mit dem passiert, so in der Branche, weil IT und Bern ist es da, also man kennt es einfach. Und klar gibt es, ich habe gestern erfahren, wie es da im Wildersten zu und her geht. Und ja, ich war schockiert. Also, ich persönlich habe es nicht für möglich gehalten. Aber scheinbar gibt es doch sehr regionale Differenzen. Und ja, der Föderalismus in der Schweiz, wir sind halt alle Schweizer so stolz drauf, ist gut so. Und man sieht ja, in einer Beschaffungskonferenz in 4. Ausgabe, das Haus ist voll. Also das ist noch nicht erledigt, das ist auch noch nicht klar. Es kommen aber auch Revisionen, heute Nachmittag ist das ein grosses Thema. Ich bin auch sehr gespannt, auch persönlich, was sind die Folgen davon, dass man, ja, es einfach sauber bleibt. Und kein Kläger, kein Richter, ich bin recht, aber das weiss man nicht im Voraus. Und wenn man einfach nachhaltig und auch irgendwie einen anständigen Lebenszyklus mit Lösungen möchte ich gehen, und das ist mein Kopf verpflichtet als Profi in IT, muss man halt auch die Spielregeln einhalten. Wie es so ist, es gibt auch nicht nur weisse Schafe, es gibt auch schwarze inzwischen. Die Frage ist, wie lange sie leben. Ich muss noch etwas sagen, wenn ich meine Frage habe. Die Hand haben natürlich unheimliche Möglichkeiten, die Frage zu verzögern. Sie glauben nicht, dass wir nichts gemacht haben. Wir kriegen keine Antwort darüber. Es wird ignoriert. Es wird alles sichert. Es wird alles möglich. Es ist alles geheim. Alle Verfahren werden verzögert, wird Nachfrist gemacht, wir mit neuen Unterlagen. Dort, wo das Gesetz vorgesehen wird, dürfen nur einmal die Dinge fragen, werden sie zweimal fragen. Eine öffentlichkeitsrechtliche Anfrage von der ABAKU im Dezember für unsere eigene Gemeinde, wo wir den grössten Arbeitgeber sind, sind die Lohne, ist 4 Monate später beantwortet worden, wo es im Gesetz steht, 1 Monat. Wir hätten jetzt müssen weiterführen, wir sind jetzt bei der zweiten Instanz langsam, das Departement ist innen. Und ganz brav ist, das wieder zu verzögern bis zum 7. Jahr. Das heisst, sie gehen alle mit einem Verfahren, wo sie miteinander gehen. Wenn sie die Öffentlichkeit nachfragen, dann müssen sie Geld bekommen und ziemlich viel. Und da fragt sich jeder, lohnt sich das? Oder mache ich es einfach aus idealistischen Gründen? Ich bin im Zweiten, wie lohnt es sich nicht? Ich möchte vielleicht da zum Wilden Osten ein paar Sachen klarstellen. Und ich verstehe auch die Hinterkeit im Hintermann. Ich begleite Evaluationen gerade Städte, Gemeinden in der Öffentlichkeit seit bald 30 Jahren. Und ich kenne natürlich die Firma KWSG sehr, sehr gut. Und sie hat schon Fälle gewonnen, wo ich den Kunden beraten habe oder die Stadt, die Gemeinde. Sie hat aber auch, das ist gar nicht so lange her, verloren. Eine Gemeinde hat sich mal 14.000 Einwohner. Und sie haben sich dann eigentlich sehr fair verhalten. Die wollten dann noch das Briefing haben. 2 Monate später, warum die Gründe, noch mal hören. Was haben sie nicht optimal gemacht? Dann war ich parallel. Keine Einsprache gehabt. Nun ist VRSG natürlich ein sehr spezieller Club. Sie wurden einst gegründet, das haben Sie genau, vor 30, 35 Jahren, als sogenannte Selbsthilfeorganisation in der EDV. Als der gescheite Software damals beginnt. Und sie haben ein cleveres Geschäftsmodell. Sie beteiligen ihre Kunden an dieser Firma. Der größte Aktionär ist die Stadt St. Gallen. Die Stadt Bibbedorf, daher beraten vor was weiß ich wie vielen Jahren, 10, 14 Jahren. Wir sind dort auch gelandet. Was war der erste Akt? Der Herr Gemeinspräsident ist dann dort in VR gewählt worden. In meinem Bericht stand aber klar drin, nach 4 Jahren, spätestens 5 Jahren, wird der Entscheid überprüft. Es gibt wahrscheinlich kosteneffiziente Lösungen dann. Statt Düsseldorf hat das nie gemacht, bis heute nicht. Wir sind heute nicht mehr dort. Man geht den gewohnten Weg weiter, inzwischen unseren anderen Gemeindepräsidenten, der Schrander, politisch und so weiter. Also sagen wir so, es ist ein ganz cleveres Geschäftsmodell. Ich hatte vor einem Jahr einen Auftrag von der Gemeinde in St. Gallen. Die ist zum Teil ganz wenig und hat trotzdem eine eigene Lösung. Es ist eine der größeren Gemeinden bei Ihnen im Kanton. Und ich habe dargelegt, dass die Lösung so wie sie ist,
die eigene Lösung letztlich qualitativ von der Erfüllung her sehr gut ist und auch kosteneffizient ist. Sie gehen der Problematik, Sie gehen der Problematik vorbei. Irgendjemand muss ausschreiben. Wenn VSG Inhouse-Firma sein will, macht sie es kein Problem, schreibt sie aus, parallel. Was ihr habt, ist ein Modell, das ist nicht clever, das ist nicht für illegal. Niemand schreibt aus. Die VSG nicht und ihr Kunden nicht. Der Baumweger sagt, der Weg kommt, meine die Gemeinde schreibt aus. Müssen ausschreiben. Ja, müssen. Und die Gemeinde sagen uns alle, jeder weiß doch, dass wir noch nie ausgeschrieben haben. Ja, das ist falsch. Die müssen ausschreiben. Sie wollen aber nicht. Sie fahren sehr schnell. Also wir sehen... Haben wir da nicht irgendwie ein ganz einfaches Problem? Wir haben verschiedene Leute, Branchen, genau. Mit verschiedenen Befindlichkeiten. Wir haben das Regelwerk und die verschiedenen Leute versuchen, das Regelwerk zu ihren Wünschen auszulegen. Das heisst ganz klar, das Regelwerk muss weiterentwickelt werden, das passiert ja jetzt auch, damit die Auslegemöglichkeiten ein weniger sind. Und natürlich gibt es natürlich auch eine ganz klare andere Kasse, weil das bestehende Regeln nicht nur frech ausgelegt werden, sondern schlicht und sachlich werden. Der Fall gibt es natürlich auch. Aber grundsätzlich, dass man Ausschreibungen machen sollte, ich glaube, das ist schon so einig, das ist richtig und gut. Wir werden uns da einig. Wir sind aber vom Verwaltungsgericht, mit sie gar nicht wollen ausschreiben. Niemand will ausschreiben. Aber Frage sind doch Konsequenzen. Wenn nicht einmal ein Verwaltungsgericht zum Teil zu zwingt, mich zu ändern, dann kann ich auch nicht. Gut, darf ich jetzt das Wort übernehmen, Herr Schnell? Ja, also ich will nicht auf VRSG reden, also das ist wirklich ein sehr spezifisches Thema. Ich möchte das Wort von Herrn Böd einrufen. Ich bin verantwortlich für politische Themen bei der Einigung. Ich habe selber auch schon Einsprachen gemacht und habe ähnliche Effekte erlebt. Ich bin auch unzufrieden über das Regelwerk, wie man muss ausschreiben, sei es das beim Bund oder beim Bundesamt. Aber wenn wir durch Lagen sind wir meistens immer zu spät, um wirklich etwas zu verändern. Ich möchte eigentlich einen Call for Action hier absetzen. Die vertretenen IT-Firmen engagieren sie sich doch vorher, wenn sie zum Beispiel darum geht, das Beschaffungsrecht zu revidieren. Sie sich doch politisch bitte engagieren in den Vernehmlassungen, pflegen sie Kontakt zu Bundes- oder Kantonsparlamentariern. Das ist viel mehr nutzbringend. Proaktiv Einfluss als Branche, wie die künftige Landschaft aussieht. Ich lasse jetzt nicht abstimmen, aber es würde mich schon interessieren, wer von Ihnen, von den vertretenen Firmen, beispielsweise eine Vernehmlassungsantwort geschrieben hat zum neuen BÖB oder mindestens mitgewirkt hat. Wahrscheinlich würden die Hände, wenn ich die Frage in den Einstellungen bewegen könnte. Also wir müssen uns zum Teil selber an der Nase nehmen, dass wir nachher müssen ex post über das Klagen, wo wir die Gesetzeslandschaft in den Verordnungen und in den Umsetzungsprozess wieder beraten. Das einfach als kurze Call for Action. Merci vielmals. Ich würde gerne anschließen. Ich habe auf beiden Seiten schon gearbeitet, auf der Anbieterseite, im Moment eher auf der Nachfragerseite. Bei beiden Ausschreibungen und ich habe den Call for Action gerne ein bisschen weitergetrieben und würde den Anbieter sagen, wenn ihr nicht zufrieden seid von eurer Ausschreibung, meldet es doch nicht zurück. Letztes Jahr hatte ich zwei Ausschreibungen für Standardkomponenten, Intel Server und ein bisschen Storage. Auf CIMAP haben wir 32 und 29 Downloads gehabt. Am Schluss haben wir 4 und 2 Offerten auf dem Tisch gehabt. Wir haben uns gefragt, habe ich einen Seich ausgeschrieben? Dann haben wir auch von nachher telefoniert, warum habe ich den nicht abgegeben? Wir haben keine substanziellen Antworten bekommen. Und das ist sehr verunsichernd, weil dann haben wir uns gar nicht verbessern können. Und der Kunde hat übrigens die Firma, die er gerne hätte wollen, explizit noch einmal nachgefragt, warum hat er nicht abgeboten? Dann hat es geheißen, ja, der Sales ist in der Ferien. Ja, aber das ist Gut.
kurz messen. Mich würde interessieren, wenn es viel diskutiert, die Grossräte, sehr formalistisch etc., versus die Freihändigen, und man will was auch immer, man macht, was man will. Inzwischen gibt es noch Zielladungsverfahren, also so ein Spielwissen für WTO-Verfahren. Dort ist man freier. Wie ist das so die Erfahrung jetzt von Anbieter sich mit diesem Einladungsverfahren? Also können wir das gar nicht, das ist eher unsere Leute. Nein, ich kann es insofern nur beantworten. Für mich als Anbieter ist, jetzt rede ich von der Schweizer Verhältnis, ist der Unterschied zwischen WTO-Ausschreibungen und anderen Ausschreibungen schlussendlich ein Unterschied im Formalismus. Ein Unterschied in der Striktheit von der Rahmenbedingungen. Wenn jetzt irgendwie eine grosse Privatfirma, eine grosse private Organisation ausschreibt, habe ich mehr Freiheiten vom Wunsch zum Beispiel abzuweichen, ohne dass ich gerade draußen bin, beispielsweise. Und ich habe weniger Druck mit den Fristen, typischerweise, wie dann die uns wirklich wollen. Und ich gebe das Angebot eine Stunde spät ab, komme ich wahrscheinlich den Auftrag immer noch über. In einer WT, und ich, wenn ich da eine Stunde abgebe, eine Spät abgebe, bin ich draußen. Aber grundsätzlich, der grundsätzliche Mechanismus, wie ich so eine Offerte schlussendlich erstelle, kommt auf den ganzen Prozess, den wir vorhin durchgesehen haben, der ist grundsätzlich der Weg. Es sind einfach ein paar Regeln, die mehr oder weniger da sind. Ja, man kann zum Beispiel viel besser miteinander reden, oder? Das ist so, ja, absolut. Absolut. Aber es ist auch einfach eine Frage von der zeitlichen Frage. Also wenn man jetzt sagt, man hat das Angebot, man kann sich meine Erfahrung ist, dass wenn man alles zusammennimmt bis zum Schluss, ist der Unterschied nicht so riesig. Zumindest was Dokumentation etc. angeht. Das heisst einfach, man bekommt nicht alles am Anfang, man muss alles auf einem Brett durchschaffen. Das ist der Unterschied. Man weiss, ich kann mich jetzt auf dieses und jenes konzentrieren und versuchen, einfach in die nächste Runde zu kommen. Aber dann kommt halt in der nächsten Runde die AfD und der Anhang und weiss ich was. Also, ja, es gibt gewisse Elemente daraus, die etwas mehr Flexibilität ermöglichen, das ist durchaus so. Aber ein extrem grosser Unterschied ist, zumindest aus unserer Perspektive, nicht vorhanden. Gut, die Aufträge sind meistens einfach, weil die Summe ist ein kleiner, wenn du frei hast, aber die immer so 150.000 sind. Das heisst, es sind einfache Aufträge. Es gibt auch x Fälle, wo du versuchst, mit frei hast, fahr mir jetzt Kopf, falls sie gar nicht drin gehört. Jetzt vergessen die Einführung, Schule, die Einmalkosten und so weiter. Aber grundsätzlich sind es kleinere Aufträge einfacher. Und dann ist der Aufwand, um sie zu erledigen, auch kleiner. Vielleicht gerade, um das die Einfachheit einzuhaken. Das kann ich ausführen. Sie haben halt in den komplexeren Aufträgen auch ein wesentlich grösseres Potenzial, wo man einfach Freiheiten lassen kann oder die wegnehmen. Wenn Sie ganz simple Ausschreibung machen, eben zum Beispiel mit dem Lastwagen in Zement, oder? Dann gibt es auch gar nicht ein Kriterium, das man kann stellen kann. Sie werden immer viele Anbieter haben. Also können Sie sagen, ja, es soll ein Lastwagen sein, der das bringt, es soll Zement sein, und dann geht es eigentlich um den Preis, wie Herr Hoppe vorhin gesagt hat. Wir würden uns in meiner Darstellung von früher ganz unten im Ecken befassen. Das ändert nicht so viel. Wenn Sie bei einer komplexen IT-Ausschreibung sind, Dann gibt es x Lösungsmöglichkeiten. Es gibt auch x Anbieter, die Ihnen ganz unterschiedliche Möglichkeiten bieten können. Es ist natürlich auch so, dass man viel mehr schon bereits in der Ausschreibung kann, will oder vielleicht nicht sollte gestalten und bereits als Detailkriterium vorgehen. Also Sie können viel mehr beeinflussen, wie viel von diesen Offerten ich tatsächlich bekomme. Jetzt haben wir jetzt teilweise den Eindruck, es werden gewisse Kriterien aufgestellt, um die Offertenschwall zu reduzieren. Und einfach zu sagen, ja, eigentlich wollen wir gar nicht 100 Offerten, eigentlich wollen wir ja vielleicht kostenlos 10. Aber das ist ja, weiss Gott, nicht der Sinn und Zweck von Ausschreibungen. Sondern der Sinn und Zweck ist ja gerade, dass du Wettbewerb hast. Also müsste halt das Ganze entgegengenommen werden und dann einen tatsächlichen Wert bekommen. Freihändig ist gut, es geht schnell, es ist wesentlich einfacher, aber wir haben vorhin am Anfang mit dem Hintermann geredet vom Lebenszyklus von einer Lösung. Du verstehst jetzt das Projekt, also Beschaffungskosten, Bestellungskosten. Ich denke an 5 Jahre Betrieb. Du hast vorhin noch gesagt von Entsorgung, respektive Migration in die nächste Lösung. Wenn ich das alles zusammen modiere, zumindest in meinem Umfeld, bin ich immer in der WTO. Ich rede nicht mehr freihändig.
oder ein paar Bildschirme oder so. Aber ich sage, Softwarelösungen während des ganzen Lebenszyklus. Und da bin ich jetzt so dran in meinem Bereich. Ich würde gerne einen Lebenszyklus sichern, ich würde das gerne managen, vertraglich, finanziell. Und wenn ich dann die Ausschreibungen würde anschauen würde, die fällig sind mit dem Lebenszyklus, bin ich mit jeder Lösung in einem WT-Umfeld unterwegs. Und der interne Aufwand für eine kleine IT-Organisation in Verwaltung ist noch immens. Also wir müssen noch mehr Leute haben, die wir unterstützen, für diesen Anspruch bedürfnisgerecht zu werden. Und somit wäre ich eigentlich auch aus dem freihändigen Weg. Und es wird, ja, das ist meine Herausforderung auf jeder Seite, die ich aktuell habe. Gut, weitere Fragen? Ich frage mich, ob nicht auch nicht unterscheiden, ob es Bund oder kantonisch ausschreibt oder eben eine kleine Gemeinde. Wenn man jetzt hier die Volkswirtschaft Spezialausgabe lesen, dann kennt man nur von Bund und Kanton kennt. Und dann frage ich mich, wenn kleine Gemeinde mit denen Leuten arbeiten, die sind. Und das sind wahrscheinlich typischerweise nicht die, die wissen, was Beschaffungsrecht ist. Ist da, wo man da vorhat, ist das milizentauglich? Ist das tauglich, dass eine kleine Gemeinde auch in der Lage ist, einigermaßen eine gescheite Ausschreibung zu machen? Und so nicht nur im IT-Bereich, sondern im Sozialbereich ist eine Riesenwelle, wo es jetzt überall ausgeschrieben wird. Im Baubereich kennt das schon. Also da kommt schon etwas Gewaltiges auf die kleinen Gemeinden zu, oder? Wie beurteilen Sie das? Als Privatperson, du mich jetzt als Privatperson fragst, ich will gar keine Gemeinde mehr und 15.000 Euro in der Schweiz zahlen. Sie können die Aufgaben gar nicht wahrnehmen, was sie sagen. Meine eigene Gemeinde Heide ist nicht fähig, die Aufgaben zu nehmen. Aber zum dir sagen, Gemeinde Grabs, die einzige Gemeinde von St. Gallen, die ausgeschrieben hat, die abzumachen, der VSG ist, der Schwarze Peter, die hat den PwC, nicht gerade die billigste Firma auf der Welt. Sie sind zwar gut, 40.000 Franken für die Ausschreibung zahlt das Ganze. Mhm. Wir tun das nicht so wahnsinnig so, wenn wir gut, was die ehrlichen Kosten in der Lösung sind. Die Ausschreibung ist da, damit ich vom Privatrecht anbiete, meine ersten Folien nachher nicht reingelegt werden. Das ist zum Schutz der Gemeinde. Es ist zu ihrem eigenen Schutz, dass sie können definieren können, was sie brauchen und klar definiert ist, dass sie nachher nicht für Schnittstellen zahlen müssen, dass sie für Konversionen zahlen müssen, dass sie weiss Gott, was sie über die Stundensätze zahlen, wie es hier definiert worden ist. Es geht um zu viel Geld, IT und Sozialwelt ist das teuer. Das heisst, auch die kleinen Gemeinden, wenn sie können, müssen sie sich halt selber nehmen. Dann muss man mit einer Gemeinde weitermachen und sagen, in einer komplexen Welt wie heute, auch wenn es gegen meine finanziellen Interessen als Arbeitgeber ist, müssen die Gemeinden mehr zusammenkommen, größere Instanzen, damit sie das Zeug professionell machen können. Es kann doch nicht sein, dass ein Bund nebenamtlich Bauchef ist von einer kleinen Gemeinde, wie meine Nachbargemeinde. Dass man dann noch muss versuchen muss, am Hof, damit man schauen kann, dass man Baubewilligung bekommt. Ja, das Problem haben Sie ja nicht nur wie Ausschreibung. Das ist jetzt wie gesagt, aber eben auch. Wenn man gut sieht, das Bulli von einem Tag, was machen muss. Wie schwierig. So, das ist das komplex geworden. Das ist ein Fall, das beobachten wir allerdings auch. Das ist wirklich schwierig. Das ist wirklich eine Schwierigkeit. Und es ist mir auch klar, dass nicht jede Gemeinde eine riesige eigene Rechtsabteilung hat oder eine eigene Abteilung. Das können sich nicht alle leisten. Das sind auch zu wenig. Das führt aber häufig dazu, und das hat die Ausschreibung gesehen, halt, dass die so ganz offensichtlich basierend auf irgendwelchen Templates erstellt worden sind. Sicher gut gemeint, um dieser Gemeinde oder dem Büro halt ein Hilfsinstrument zu geben, dass sie ja, zumindest einigermaßen an gewissen Parametern entlang der Ausschreibung machen können. Aber dann kommt man das und merkt, ja, das passt gar nicht, das Projekt. Oder es beinhaltet ganz simpel, es wird Personalvergleich verlangt und der Vertrag hat Elemente vom Auftrag, vom Werkvertrag, am Schluss steht ein Appellierungsmoment, alle Personen bestimmen. Das geht eigentlich nicht auf. Das ist nicht für den Anbieter und für die Gemeinde. Es ist einfach nicht korrekt. Die haben offensichtlich, das ist auch gar nicht böse gemeint, aber die haben in diesem Fall halt einfach das Know-how nicht. Das Problem ist, dass gerade bei diesen Gemeinden, weil ja eben eine gewisse Verunsicherung herrscht und sich sehr stark an ihre eigenen Templates hat, ist dann genau das Vertragstemplate ist ein eigenes Kriterium. Man muss es akzeptieren und sonst ist man das. Also was machen Sie jetzt als Anbieter? Jetzt entscheidet Sie sich, entweder wir machen mit, finden wir es halt damit ab, dass es irgendwie ein Vertrag ist, der eigentlich rechtlich nicht wirklich aufgeht. Im besten Fall können wir versuchen, das
an einen verständnisvollen Gemeindemitarbeiter noch ein bisschen zu klären. Aber wahrscheinlich klappt es nicht. Das heisst einfach, wir haben das Sagenskriterium akzeptiert und wir sagen, es ist 2 von 3. Und wenn wir das nicht wollen, dann können wir halt nicht mitmachen. Aber das kann auch nicht ziehen. Gut, merci vielmals. Das ist schon. Jetzt ist noch einmal bei uns Mittagszeit. Zuerst etwas eigene Sache. Ja, nach der Konferenz ist vor der Konferenz. Ich nehme an, es gibt eine weitere Konferenz, Matthias. Und ich habe festgestellt, dass von Anbieterseite her doch Bedürfnisse und Diskussionsgrundlagen da sind. Und ich möchte die Anwesenden bitten, ich werde es aber auch weiter erzählen, wenn ihr Ideen habt oder so, können wir weiterhin so eine Fachsession Anbieter weiterfahren, wenn es heute so geschafft hat oder nicht. Also wenn ihr Input habt, Ideen habt, dann kommt auf mich oder von Matthias Stürmer zu. Es geht nicht lang, weil wir schon die nächste Woche planen. Und jetzt würde ich gerne den Referenten noch ein Schlusswort geben. Mit wem wollen wir anfangen? Ladies first. Ganz ernsthaft, also ich bedanke mich herzlich für das Interesse, insbesondere von allen Verwaltungsbehörden, die hier sind und ausschreiben und unser Klagen anhören. Aber bitte nehmen Sie das nicht einfach nur als Klagen entgegen, sondern nehmen Sie das als Anregung entgegen und versuchen Sie, Verbesserungen voranzutreiben. Wir sind immer für Gespräche offen, wenn es darum geht, Ideen zu sammeln, wie wir es konkretisieren können. Aber ich würde mich freuen, wenn es tatsächlich umgesetzt wird. Merci. Danke, Kelly. Ja, ich habe schon 10 Wünsche angebracht, also ich glaube, es ist ganz wichtig, das Bewusstsein, dass eine Ausschreibung nicht einfach eine Liste von Anforderungen zu schicken ist, sondern dass das eben Basis ist für ein Angebot. Und das Bewusstsein ist teilweise um mich. Ich sehe sehr gute Ausschreibungen, ich sehe nicht nur alles schlechte Ausschreibungen, aber ich sehe eben auch solche, die wirklich nicht gut sind. Und da ist es für einen Anbieter extrem schwierig, eine gute Offerte zu produzieren. Und dann muss ich Ihnen vielleicht ein bisschen widersprechen aus meiner Sicht. Wenn Sie eine Anfrage bekommen, für einen Auftrag x Millionen, und Sie sind incentiviert dahin rechts, wenn Sie den Auftrag bekommen, die wenigsten haben den Mut, und es ist auch nicht immer sinnvoll, dann zu sagen, hey, die Ausschreibung ist zämmlich. Das macht man nicht. Obwohl es natürlich als Systembetrag besser wäre. Aber im Einzelfall macht man es nicht, wenn man sich selber als Beigeist. Also von dem her ist mein Appell einerseits an die Ausschreibenden, überlegen Sie sich wirklich gut, was Sie verlangen, geben Sie genügend Zeit, strukturieren Sie das super, stellen Sie es klar an. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Aufgabe an die Anbieter, die Anforderungen, die Sie an die Anbieter haben, den Nachfragenden eben auch mitzunehmen. Sagen Sie denn im Voraus, wir brauchen so und so viel Zeit. Sagen Sie denen vorher, schauen bei uns läuft so an. Das braucht eine gewisse Zeit. Und je transparenter, dass wir es machen, desto mehr können wir eure Wünsche eingehen. Also es ist auch Ringschuld für Anbieter. Wenn beide da mehr kommunizieren, bin ich überzeugt, wird das Thema Ausschreibung ein angenehmes Thema. Herzlichen Dank. Ausschreibung steht zum für den Einschützen. Aber sonst müssen wir noch verlieren. Wir machen das in der Wartenschaft immer. Also, wir bereits als Ziel und jeden Auftrag einfach einen Vergehrten und jeden Gegner festzusehen, nur um den Preis zu bestimmen. Es ist auch ein Fall, wo auch kurz zum Zug kam, wo dann immer ausgeschrieben wurde. Und das ist perfekt. Es gibt auch Fälle, wo ich es gesehen habe, wo der Konkurrent das der Fall überholen und dann halt passiert hat. Man kann nicht päpschen, dass sie wieder päpschen. Wir dürfen aber ein System unterstützen, aber von Grund auf systematisch Ausschreibungsverfahren umschauen. Weil angesehen tut man sich selber ins Gemüse. Wenn ihr seht, dass eine 12.000 Gemeinde halbe Kisten pro Jahr zahlt für die Informatik, dann muss ich sagen, schön sind die von Zürich sehen. Wir reden jetzt näher bei mir, wenn es gleich wäre. Das heisst, es geht recht schnell in Summen rein, und ich selber nicht denke, das immer wieder. Weil es wird alles abdelegiert. Sozialwesen abdelegiert, Informatik wird abdelegiert. Die öffentliche Hand hat immer wieder ein Unternehmen funktioniert, man hat Spezialisten oder Professor gesagt.
ganz einfach verfahren, ich kann mich glauben, oder? Der ist vielleicht am nächsten Tag ein Konkurrent. Der ist am nächsten Tag genau Referent und ich sitze dann im Boot mit dem, wenn dem es wirklich ist. Darum, die Spielregeln sind da, um euch beschützen, von uns. Und wenn ihr sie nicht anwendet, vielleicht kriegen wir einen Auftrag nicht über, die Steuerzahler zahlt, das müssen wir wissen. Ich muss auch sagen, in St. Gallen geht das Spiel seit 30 Jahren so. Und Abendus hat sich nie eingeschaltet, solange die Arbeitsplätze im Kanton sind. Was rausgekommen ist, dass die Software beschafft über einen Wischer und über so Regen und über Vietnam produziert, haben wir gesagt, das ist genug heute. Weil wenn die Breite in der Schweiz bleiben, kann ich kein Problem damit. Nein, wir werden es alles seltsam. Das ist eine soziale Tätigkeit. Aber wenn es angeht mit den lokalen Player, die bewusst entschieden haben, hier zu produzieren dürfen und produzieren dürfen, mit Waren aus dem Ausland und die Gemeinde zahlt das Dreifache davon. Tut mir leid, dann muss ein Abakus nach 30 Jahren den Hosenlupf machen und sagen, jetzt mach das halt. Und das haben wir gemacht. Und dann müssen wir verstehen, wie soll ich das machen. Wir sind 30 Jahre nie vom Krieg gegangen, wenn wir es nicht sehen. Wenn wir es jetzt machen, ist immer sagen, in der Schweiz muss man etwas ändern. Wir müssen Spielregeln umstellen, wir müssen das Tor halten. Wir wollen nur mitspielen, wir müssen nicht gewinnen. Nichts aufwecken, oder? Zum Teil zu Recht, zu Unrecht. Aber wir müssen versuchen, die Spielregeln nicht zu halten. Und wenn die Leute mich sauer sind, dass wir nur wissen, dass Spielregeln eingehalten haben, dann ist es halt so. Ich sage dir eben. Dann ist es halt so, dann müssen wir damit leben. Aber ohne Spielregeln gibt es keine Demokratie. Wir müssen die einhalten. Dankeschön. Gut, besser die Referenzen.